My summer wine is really made from all these things. Der hat irgendwelche... ich bin betrunken. Ich habe mir noch während Covid ein Tattoo stechen. Leute, das ist schön. Nee. Das ist nicht schön. Ich lass mir das weglasern. Ich war bei Bumble wirklich, das war eine Stunde. Ich habe falsch geswiped. Mhm. Alle, die ich scheiße fand, habe ich quasi geliked. Weil ich habe rechts mit links verwechselt. Also wirklich, Fakt. Und jetzt sitze ich hier. Der Witz, und es waren richtig schlimme Typen. Und kein einziger von denen hat mich geliked. Da zieht euch den Scheiß rein und bleibt gesund. Yeah! Der epidemische Pandemie-Podcast für alle, die auch keinen Bock mehr haben. Now listen, bitches. The Podcats are back. Back on the mic! Hier ist Sodom und Corona. Der epidemische Pandemie-Podcast für alle, die auch keinen Bock mehr haben. Mit Nils zu. Matze. Und hier kommen sie, eure Lieblingspocketkärtchen. Miau. Miau, miau. Mounts, mounts, mounts. Hey, Matze. Hallöchen, mein Lieber. We're back. Back on the mic. Back on the mics. Wir hängen über den Mics wie Rottweiler über ihrer Beute. Herzlich willkommen zu Sodom und Corona. Ja. Wo die Podcats über den Mics hängen, wie kleine Kätzchen über einer gefangenen Maus. Und wir haben heute uns auch eine schöne Maus gefangen, ne? Aber absolut, wirklich sehr, sehr, sehr ansehnlich. Sehr ansehnliche, süße Maus kommt heute hier vorbei. Und zwar hier im neuen Playboy ist sie... oh, und ich habe jetzt hier, weißt du, dafür habe ich mir neuerdings... eine Bimmel besorgt. Du hast jetzt den Zensurklingel, ne? Ja, ja, ich dachte, ne, gucken wir mal hier, wer hier die... Hast du die von deinem Alten... Wer die Glocke hat. Aber denk dran, dass du die nachher zu dem Nebenjob nachts im Hotel mitnimmst, ne? Ja, genau. Wieder wachklingeln. Im Hotel zur... Ich muss mich wachklingeln dann wieder. Im Hotel zum Zacken aus der Krone. Nee, also wir haben ganz tollen Gast, und zwar ist Natalia Avalon heute da. Sie ist im aktuellen Playboy. Und... schon wieder... Nein, sie ist hier im aktuellen Playboy. Und wir nehmen das jetzt hier auf, nachdem sie schon da war. Und sie hat für uns den Playboy hier so bemalt ein bisschen. Ich halte das hier mal so ein bisschen zu. Ich wollte das sowieso mal so ein bisschen anberühren. Selbst zensiert, oder? Ja, hat sich so ein bisschen bemalt und hat es auch signiert. Und diesen Playboy könnt ihr natürlich gewinnen. Und zwar müsst ihr dazu... uns gibt es ja bei Spotify, uns gibt es ja bei Deezer, uns gibt es bei Google Podcasts, uns gibt es vor allen Dingen auch bei Apple Podcasts. Aber bei Apple Podcasts hätten wir gerne einfach mehr süße Rezensionen. So kleine, so, die Podcasts sind voll süß und so. Und Matze ist der süßeste Ginger Boy in the whole Pod-Universum und so. Du so, ja, neben den ganzen anderen Sachen, die wir auch noch verlosen, aber wir verlosen das ja alles noch, ne? Da machen wir noch extra. Wir machen das alles noch. Und wir haben das auch noch alles auf einmal raus. Oder? Ja, wir haben auch noch dieses Bild, das muss ich auch noch mal holen. Ja, Igor Pasch. Genau. Igor Pasch, warte mal, ich hole das mal kurz. Ja, hol mal ganz kurz. Das müssen wir nämlich auch noch. Ja, wir haben da noch was im Petto. Aber keine. Das ist alles richtig geil. Aber keine Sorge, Leute, das wird alles verlost. Total organisiert. Und wir werden euch da benachrichtigen. Ja, ganz genau. Diesmal ist das hier alles hier mit rechten Dingen zu. Warte. So, also. Rums. Rumsratter. Also, eins nach dem anderen. Natalia Avalon ist heute hier und das ist der Playboy, den sie signiert hat und in den sie drin ist. Ja, und ihre eigenen Titties bemalt hat. Den könnt ihr gewinnen. Und zwar verlosen wir den unter allen, die bei Google Podcasts, Apple Podcasts uns eine schöne Rezension dalassen. So. Und die beiden hier gibt es natürlich auch zu gewinnen. Matzes Mutter signiert die. Dann könnt ihr die auch haben. Oder eins signieren ich, ja, meine genau. Mutter, eins ja. Deine. Genau. So. Jetzt fragt sich, wer welcher welche ist. Ja. Und zwar einfach einen schönen
schönen Kommentar hinterlassen, einen lustigen Kommentar. Genau. Don't be nasty. Hast du das jetzt geholt, das Bild? Das Bild habe ich jetzt geholt, genau, gut, dass du mich erinnerst. Und zwar war der Künstler Igor Pasch hier. Berühmter Künstler, ne, hat hier in Berlin das Cookies, da hängt das berühmte Bild von ihm, da wo einfach nur drauf steht, ficken. Hier steht, I love you, but you want that I love your money only. Whatever that means. Und das hat er signiert und so weiter. Das ist ein richtig teures Kunstwerk. Und ihr könnt das gewinnen. Ja. Indem ihr einfach 10 Euro an unseren PayPal-Account überweist unter dem Stichwort Igor Pasch. Wir ziehen daraus den Gewinner und die ganzen, ihr könnt auch mehr Geld spenden und das Geld geht dann an die Opfer der Jahrhundertflut hier in Deutschland. Wir haben gedacht, wir spenden jetzt mal innerhalb von Deutschland, weil irgendwie kommt da ja nicht so viel an. Ne? Die ganze Kohle geht nach Afghanistan oder was weiß ich. Ja, jetzt kommt mal hier was an. Ja? Sehr gut. Bei unseren Fluchtopfern, die aber natürlich interessanterweise auch die gleiche Flutopfer, nicht Fluchtopfer. Flutopfer, ja. Die anderen. Fluchtopfer sind die, die bei Edeka in der Kasse erstochen werden. Nein, Flutopfer, genau. Die deutschen Flutopfer. Die deutsche Flutopferhilfe präsentiert. Kunst. Ja, so ähnlich, ist aber so. Und es ist ein tolles Werk. Waren auch welche schon fleißig und ich hoffe, ihr macht noch ein bisschen mit. Es ist noch dass ein bisschen was zusammenkommt, dass wir uns nicht schämen müssen. Genau. Und genau, das geht noch so ein bisschen in den Oktober rein und dann werden wir hier in der Sendung auch den Gewinner ziehen und benachrichtigen. Korrekt. Mal wird mal was anderes gezogen hier, nämlich mal ein Gewinner. Natalia haben wir jetzt, unsere Verlosungen haben wir jetzt. Du hast alles. Ja drei Bücher rausgehauen, die werden wir auch benachrichtigen. Ja, genau, jetzt, ne? Es gab drei Bücher, habt ihr auch noch da, signiert auch natürlich. Und gibt's denn das Buch jetzt, da fragen ja viele, und da hast du dich ja auch schon richtig eingeklinkt in die Konversation bei YouTube, bei den Kommentaren. Kann man das Buch schon irgendwo kaufen? Nein, ich habe tatsächlich den Verlag jetzt nochmal gefragt, wann ich diesen Link bekomme. Und wenn, sobald ich diesen Link habe, das muss irgendwo eingebunden werden und dann gibt's das überall. Und schön ist natürlich, wenn ihr das am besten über den Verlag, ne? Ihr wisst ja dann, kommt die Marge ein bisschen bären. Aber ich hau das hier alles rein. Sobald ich den Link habe, wird das hier. Ach, noch kann man das nicht kaufen, ja? Nee, das Veröffentlichungsdatum ist tatsächlich der 1.11. Das heißt, wenn man das jetzt gewinnt, ist das halt super exklusiv auch. Das ist tatsächlich eins der ersten von mir sozusagen. Ihr kriegt das dann von mir direkt. Oh. Und das sind Und sag mal, warum hast du den Leuten auf YouTube da nicht geschrieben? Interessiert dich deine Fans nicht? Ja, doch. Ich hatte, wie du weißt, viel zu tun. Ja, dann bin ich auch noch ein Jahr älter geworden und so, weißt du, da ist mir alles. Happy Birthday, Motherfucker. Ja. Matze ist jetzt nämlich noch älter. Von wegen Ginger werden nicht so alt. So alt können die werden. So alt können die werden, genau. Sag mal, dann zeig doch mal in dem Buch, und zwar ist da ein Foto drin, das ist nämlich eine ganz interessante Geschichte. Natalia Avalon ist ja bekannt geworden durch den Film Das wilde Leben, in dem sie Uschi Obermeier spielt, ein Biopic. Und damals wurde händeringend eine Schauspielerin gesucht für diese Rolle. Und wir beide kannten eine Lady, die heißt Susan Höcke. Ja, genau. Hätte ja sagen können, dass sie heiratet. Genau. Oder so. Nee, das war glaube ich genau das Bild zu dem Casting. Ne? Genau, da hast du dieses Foto von ihr gemacht. Auf dem sie, das ist eine Nachstellung von diesem berühmten Uschi Obermeier-Bild. Richtig. Und genau. Zeigst du mal, das ist da drin. Das war ihr Bewerbungsbild für die Rolle. Es hat dann leider nicht geklappt, aber das Bild ist der Hammer, finde ich. Das sieht so ähnlich aus. Dankeschön, ja. Nee, das war ja auch. Das galt nicht ihr. Das galt nicht dir. Das galt ihr das Kompliment. Achso, Entschuldigung. Ich dachte, das Bild war gut. Nein, das hast du wirklich wahnsinnig gut hingekriegt, muss ich sagen. Also, sie hat aber auch einiges dazu getan. Ja. Und das nächste, was ich ja noch sagen wollte, ist, wir haben eventuell nachher noch eine Überraschung für euch. Es gibt noch diesen jungen Mann, mit dem Natalia ja auch einen wunderbaren Song gemacht hat. Ne? Wille Wallo. Wille Wallo von ihm und auch damals, zu damaliger Zeit natürlich. Und schauen wir mal, vielleicht werden wir musikalisch nochmal. Vielleicht noch mal werden wir noch ein bisschen musikalisch heute Abend, wer weiß es. Genau, wir nicht zu viel verraten. Ne? Ja. was da so den Schnitt überlebt. Das war aber auf jeden Fall ein ganz toller Gast. Ein Glanz in unserer Hütte. Ja. Ne? Das ist ja auch mal so ein bisschen. Dann haben wir hier, ich schau mal in unseren Terminkalender rein. In meinen kleinen. Du hast ja auch ein neues Buch, habe ich gesehen, ne? In den Podcast-Kalender, weißt du, wir sind da. Ach, guck mal hier, das ist dann dein Ideenbuch, ne? Ja, genau. Mach mal das auf. Meinst du, da sind welche drin, ne? Pass auf, da ist was drin, da ist was reingekommen. Doch, hör mal, ich bereite mich ja vor auf die Gäste hier. Okay, ich schalte mal trotzdem Lampe. Und zwar, wer kommt denn jetzt alles noch? Und zwar haben wir als nächste Gäste, jetzt heute ist Natalia Avalon da, ganz toller Gast. Dann ist danach da Prinz P. Korrekt. This time for real. Dann kommt Duck.
der Koch, berühmt aus Kitchen Impossible. Kitchen macht er Impossible. Öfter mal mit, ja. Ich habe letztens eine Folge gesehen. Ja, ne? Ja, es gibt eine ganz coole Folge, da ist er, die müssen ja immer so Gerichte von anderen Köchen nachkochen. Die kriegen nur das Gericht und müssen dann quasi das rückwärts engineeren. Ne? Genau. Und da hat er so einen Koch, da musst du quasi irgendwie, ich glaube, von einem Schwein die Blase. Und in dieser Blase, die wird ausgekocht und stinkt natürlich alles nach Pisse. Und dann wird, oder vom Rind die Blase, ich weiß nicht mehr genau. Und dann wird da drin ein Huhn gekocht. Ei. Ja, das ist exakt, was wir Veganer lieben. Ein Tier wird in einem anderen Tier gebraten. Das ist schon nicht geschmort. Jedenfalls muss er dann fast kotzen, als er in der Küche ankommt. Also der handelt da so mit der Blase und er so. Und ich meine, der ist schon Asiate, ne? Der weiß, was die alles essen. Ne? Ja, das ist alles. Dessen Rücken von der Sonne beschienen wird, darf man essen, sagen die. Okay. Genau, der ist da. Dann kommt, glaube ich, noch irgendwann Annabelle Schunke. Mhm. Ja, so ein bisschen das Postergirl des Rechtspopulismus, wenn man so wissen will. Wir wollen mal ein bisschen mit ihr reden. Ne? Wir reden ja mit allen hier. Mhm. Und dann kommt irgendwann auch noch der Detlef aus Bahnhof Zoo. Hm. Der den Freund von Christiane F. gespielt hat. Dem reden wir über die neue Serie auf Prime, die ja so ein bisschen shaky ist. Ja, neu, aber ist schön. Gut, ja, gut neuisch. Gut geworden, also eine Neuauflage. Und er spielt also im Originalfilm, spielt er den Freund von Christiane F. Oh, hallo, du hast noch was zu drücken. Und ist aber jetzt wirklich, also er sieht echt immer noch genauso aus, gleiche Frisur, und ist jetzt Drogenberater. Ja. Der berät Leute, die da von den Drogen weg wollen, ja? Nicht welche, die. Was können Sie mir denn da mal empfehlen? Ich bin so einsam. Oh, ist das schön, finde ich gut. Der kommt her. Also, wir haben wirklich ein interessantes Guestbooking, ne? Vielen Dank nochmal an dich, Matze. Du holst da mal einen geilen Gast nach dem anderen hierher. Ja. Aber ist gut, die Antworten übrigens auf deine Antworten, ne? Auf deine Fragen. Ja, auch von unserem Guestbooking, von unserer Guestbooking-Agentur, die das alles macht. Ja, genau. Ich nachts besoffen auf Instagram. Gerade gehört, Instagram ist gerade aufgefallen, weißt du, die kommen keine Gäste mehr. Aber keine Gäste mehr. Ah, dann machen wir halt Solo-Shows. Ne? Haben wir wenig gemacht in letzter Zeit. Ja, machen wir das nächste Mal. Mit Shoutouts und allem drum und dran. Alles, was wir so schleifen lassen. Ne? Du bist jeden Tag im Büro, aber ich habe immer anderes zu tun. Irgendwie kommt immer was dazwischen. Ich bin wie eine Prostituierte. Irgendwas kommt immer dazwischen. Ich habe ja noch so einen Nebenjob. Fotografie, weißt du? Deswegen geht nicht anders. Ja, stimmt. Da hast du noch ein Buch gemacht. Ja. Bilderbuch, wo mir schon gesagt wurde. Es ist ein Buch voller Bilder. Da habt ihr recht. Ja. Bilderbuch wäre eigentlich ein schöner Name gewesen, ne? Bilderbuch, ja. Bilderbuch. War schon so eine Band, wenn es besetzt. Ja, stimmt. Da gibt es ja so eine Band. Da war ja was. Ja, da haben wir das doch alles mal besprochen. Dein Buch hast du gezeigt. Ja. Ich glaube, wir warten jetzt gar nicht mehr ewig rum. Ihr wollt es doch auch sehen. Es ist Herbst, bald ist schon Winter und dann haben wir hier was, um eure Herzen zu erwärmen. Hier ist die unfassbare, die einzigartige, die berühmte, die wunderschöne Natalia. Warte mal, ich suche die Applaus-Taste. Ich mach's ein bisschen langsamer noch. Natalia Avalon! Natalia Avalon. Hallo. Hallo Natalia. Hallo. Schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Ah, danke, dass du gekommen bist. Danke, dass ihr hier seid. Schön. Geht schon mal gut los. Danke, dass du gekommen bist. Nee, danke, dass du noch nicht gekommen bist. Ja, oder? Oder dass du nicht gekommen bist. Wir vergessen alles. Wer sagt denn, dass ich noch nicht gekommen bin? Ich klebe hier an dem Stuhl. Oh Gott. Es wird schlimmer und schlimmer. Wie Laschet an der Macht. Die er nie hatte. Was ist denn da eigentlich los? Haben wir einen Kanzler? Noch nicht, ne? Ich glaube, es wird der Scholz, ne? Letztes Mal hatte die SPD ja einen, der hieß Schulz. Da haben sie einen Buchstaben geändert. Schulz kommt nicht an. Scholz. Und der ist es jetzt. Cum-Ex, dass die 9-11-Terroristen in Hamburg unter seiner Innenministerschaft irgendwie da in Ruhe sich vorbereiten konnten und so weiter. Alles egal. Aber der strahlt, finde ich, so ein Urvertrauen aus. Auf mich zumindest. Habe ich heute auf dem Plakat gesehen. Du achtest auf die wesentlichen Dinge. Naja, ich stand so an der Ampel auf dem Weg zu euch und dann gucke ich ihn an und denk so, ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist schon ein heißer Typ. Ja. Schon geil. Laschet, ich weiß nicht, den kann ich nicht ernst nehmen, ne? Nee, der hat so ein bisschen was von einem 80er Jahre Düsseldorfer Realschuldirektor oder so, ja, genau. Ne? Vielleicht sogar Mädchenschuldirektor, 30 Jahre im Amt, nie eine Affäre. Also. Naja. Allgemein keine. Wollen wir nicht übertreiben. Nein, Laschet.
Aber wusstest du, du weißt, dass Laschets Sohn ja. Influencer ist. Ach. Ja, der hat Joe Laschet. Wahrscheinlich heißt er Johannes. Joe Laschet ist aber ja. ein guter Name, ja. Joe Jemand Laschet. Hat mal gesagt, so eine Dicke war das, weiß nicht mehr den Namen, die hat gesagt, für mich ist der Laschet in allererster Linie Influencer-Vater. Und das stimmt ja, das ist ja Vater von Influencer. Wahnsinn. Krass, ja, ne? Bis die Zeit heute, ne? So ist es der heute, Zeitgeist. Ne? So ist der Zeitgeist. Der Zeitgeist, da ist er. Und Matze ist schon wieder gegen das Mikro geballert. Da lacht er, ne? Natalia, du hast 2007, ich hab gedacht, ich brauche geilere Eingangsfragen, weißt du? Diese Fragen, mit denen man so startet. Nee, die Fragen, die kannst du dir sparen. Ja. Du weißt, worum es geht. Aber ich habe ja schon mal eine. Ich bin hier. Ja. Ja. Wie lange haben wir uns nicht gesehen? 10 Jahre, sagen wir jetzt mal. Ja, circa 10 Jahre. Das ihr könnt mich untenrum nicht sehen, leider. Weil leider. Die Männer hier politisch korrekt sind. Doch hier. Es sei denn, ihr kauft euch den aktuellen, warte mal, das muss ich kurz zeigen, ihr kauft euch den aktuellen Playboy. Genau. Nee, warte, sorry, Mann. Hier, das ist das Richtige. Alter. Das, genau, Ü60. Was ist denn hier los? Den Klingel aktuellen Playboy. Ja, natürlich. Ja. Ja, so, und da kann man dich nämlich auch untenrum sehen. Nee, da auch nee. Nicht. Da auch nicht? Nee. Hast du den angeguckt? Ah, aber obenrum ganz schön doll. Oh mein Gott. Hallo, Hallöchen. Mit High Heels. Hallo. Nils mag High Heels. Nils mag High Heels. Woher weißt du das eigentlich? Ja. Uns verbindet ja eine kleine Geschichte. Ja. Wollen wir sag mit es klein, der Welt über unsere Geschichte sprichst. Also, liebe Freunde, Nils hat, wie soll ich das... Wir hatten ein Date, oder? Nee, hat wir haben eben kein Date gehabt. Okay. Nils rief mich an, oder du hast mir geschrieben bei Facebook wahrscheinlich, oder MySpace damals, ich weiß es nicht. YouSpace. Dass du eine Sendung hast, also ein großes Projekt. Da hättest du doch schon mal, denken müssen, das kann ja nicht sein. So, dachte ich mir auch. Ich weiß auch gar nicht, was mich geritten hat. Großes Projekt und du würdest mich doch gerne mal auf ein Vorgespräch treffen. Ja. So machst du das immer. Das ist doch nicht dein Ernst. Das klingt aber spannend. Das, und dann, also, um es kurz zu machen, wir haben uns getroffen im White Trash. Ja, das war ein cooler Laden hier in Berlin, muss man dazu sagen. Ja. Super cooler Laden. Gibt es leider nicht mehr. Ist jetzt ein Sneaker-Store drin. So geht's nämlich hier in der Welt. Leider. Wirklich ein guter Laden mit guten Burgern, mit guter Musik, mit Tätowierstudio unten, mit oben. Also wirklich ein geiler Punkladen. Ich hatte was vor mit uns. Du hattest was vor mit uns. Wir hätten eine komplette Beziehung führen können an dem Abend. Was sehr schön war, bevor alles begann an diesem Abend. So ist ja meistens, ne? Wir haben uns getroffen draußen vor dem Laden. Ja. Und du kamst an mit Blumen. Aber nicht mit irgendwelchen Blumen. Erinnerst du dich noch? Natürlich, aber sag du es. Du kamst mit, wie heißen die denn hier? Mensch, jetzt hier, die Weißen in dem Blumentopf. Ah, ich hab dir eine Topfblume mitgebracht. Aber wie? Stimmt, die hattest du ja dann, die heißen wie Orchideen. Heißen die denn? Orchideen, mit einer weißen, schönen Orchidee, das fand ich sehr süß. Weil du gepostet hattest, dass du Orchideen liebst. Siehst du? Ja, ich du wollte das so ein bisschen. Du kamst mit dieser Orchidee an, ja. das fand ich wirklich nett. Oder? Das fand ich nett. Und das, dann. Ja. Matze, oder? Dass du dir da mal eine Scheibe abschneidest. Das war eine gute Orchidee. Da hatte ich eine Orchidee für dich dabei. Das war eine gute Orchidee. Also wie gesagt, du wolltest ja über deine Show sprechen oder über dein Projekt. Ich glaube, ich wollte dich zu Looky Looky einladen, dieser Brillenkamera-Show, die man übrigens hier auf diesem Kanal auch sehen kann. Du hättest eine Brillenkamera aufgehabt, ich eine, dann wären wir alleine gewesen, hätten so gefilmt. Ja, aber da kommt, also crazy. Es kam nie dazu, weil du nie darüber gesprochen hast. Glaube ich nicht. Ja, das war wirklich, energetisch hat nicht gematcht an dem Abend. Energetisch hatten wir da keine gute Zeit. Nee. Das war so ein bisschen weniger hätte es nicht funken können. Wir ne? haben geflippert, wir haben, glaube ich, nichts gegessen, wir haben nur getrunken. Ja. Und ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass du mir die Story erzählst von der Show und was, ne, wie du mich bekannt machst, berühmt machst, was da passiert. Und dann weiß ich, irgendwann hast du angefangen, unterm Tisch zu kiffen. Ja, CBD natürlich. Also heute als erwachsene Frau würde ich drüber lachen. Damals, muss ich sagen, dachte ich so, what the fuck, was macht der Dude da jetzt? Unterm Tisch. Will der mir jetzt imponieren? Will der jetzt hier auf cool machen? Oder ist er so? Oder man weiß es nicht. Im White Trash musste man ja kiffen, sonst ist man rausgeflogen. Ja, ich habe das für uns beide getan. Und dann haben wir geflippert und dann weiß ich noch, abschließend hast du gesagt, ja, ich wusste schon von Anfang an, da geht nichts, weil du hast flache Schuhe angezogen. Der Nils mag High Heels, das weiß man doch in der Branche. Und deswegen, was ihr nicht sehen könnt, habe ich heute nicht nur einen kurzen Look an. Look at her. That is the spirit. Yeah. Natalia Avalon. Date 2.0. 2.0, ja. Sagt man das noch? Ja, 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 kann man noch sagen. Absolut, finde ich schon. So. Ich habe jetzt für ein Date gehalten, meinst du, und du hast gedacht, das wäre ein professionelles Gespräch.
Und sonst nichts. Ich war damals total auf Emanzentour, Feministentour, flache Schuhe, Hose. Wenn der Typ mich sehen will, dann muss ich dem wirklich auch zeigen, da geht nichts, da geht gar nichts. Und habe ich dann auch, das Signal habe ich aber auch wahrgenommen. Ne? Das hast du wahrgenommen, du hast mich da von hinten, vorne, unten, oben angeguckt. Du hast einfach keinen Bock mehr gehabt, ganz einfach. Und ganz ehrlich, willst du sagen, dann hast du wahrscheinlich hast du gekifft und hast gesagt, scheiß auf alles, ich habe keinen Bock auf die Alte, was ist da los? Das war doch erstmal war das wahrscheinlich nur CBD, ganz medizinisches Gras. Ne? Hatte ich bestimmt auch ein Rezept für, bestimmt habe ich es noch irgendwo. Und wir haben geflippert, das weiß ich noch. Und du warst sehr still. Du auch. Ja, das ist doch jetzt irgendwie, ich hatte eine große Show, ich war still. Hast du jemand anderen getroffen? Ja. Das ist alles, Leute, das ist absurd. Nils mit dieser Pflanze, ich mit flachen Schuhen, dann flippern wir, dann kifft er, dann mehr war da nicht. Ich kann mich nicht an die, ja, an die Substanz... Dann hast du mich noch nach Hause gefahren in deinem süßen kleinen Fiat. Ah ja. Habe ich? Ja, im Prenzlauer Berg. Ich bin einfach ein netter Mensch, ne? Mhm. Und beim Aussteigen, glaube ich, habe ich nochmal ganz kurz die Augen zugemacht und den Mund leicht auf, aber du hast nicht angegriffen. Stimmt, stimmt. Wie? Stimmt. Was stimmt? Was war da? Irgendwas war da. Bist du sicher, dass du dich... Träumst du jetzt noch schlecht irgendwie? Was war da? Irgendwas war da. Ines, du weißt, ich bin nicht der Luke, oder? Ja. Ja, Nicke, wir haben im Auto noch eine Zigarette geraucht. Mhm. Ja? Hm? Ich keine Ahnung. Also du hast es quasi noch versucht. Das ist immer der Stolz bei euch Männern, ne? Ich fand, ach Quatsch, null. Doch, bei mir. Natürlich. Ich bin Sternzeichen Zwilling, wir haben keinen Stolz. Ach so. Ich glaube schon, habe ich versucht, dich zu küssen im Auto, meinst du? Weiß jetzt auch nicht mehr ganz genau. Ich weiß es nicht, nee. Aber du sagst jetzt auch mal so, wahrscheinlich. Weil du vielleicht habe ich Orchidee von dir noch zu Hause. Das kann gut sein. Wir haben nämlich danach noch ein bisschen Kontakt gehabt und du hast mir regelmäßig Bilder geschickt von der Orchidee in deiner Küche. Siehst du. Aber du hast insgesamt zu der Zeit... Also irgendwas war da doch. Ja, du warst sehr ruhig. Sonst wärst du ja jetzt nicht hier, was? Ja, schon. Ja, vielleicht unsere zweite Chance. Und wo ist die Orchidee denn jetzt? Hast du eigentlich einen Freund gerade? Nein. Gar keinen? Nee, also wirklich gar keinen. Nicht mal so ein Satelliten. Nicht mal so ein Sexdate. Nicht mal so ein, den man ab und zu mal anruft und so ein bisschen, hey, wollen wir die Serie zusammen gucken oder so? Die Zeiten sind irgendwie, ich habe keinen Bock mehr. Ich habe keine Zeit, ich habe keinen Nerv. Ich weiß auch gar nicht, wann oder wen ich kennenlernen soll, weil ich hab keinen Nerv mehr für dieses Kennenlernen. Ja, deswegen bin ich ja nicht bei Tinder und so weiter. Ja. Ich kann mich nicht an den Tisch setzen. Ich habe sowieso Probleme mit zu viel Nähe. Ja, also ja. Wenn nicht in der Beziehung natürlich, ne? Ich bin so ganz krank bin ich nicht, aber so an dem Tisch. Ein bisschen krank schon. Was bist du denn für ein Sternzeichen? Widder. Oh ja, wie meine Mutter, mit dem Kopf durch die... Das ist wahrscheinlich, dass ich in dir meine Mutter gesehen habe. Ja. Und das hat natürlich... Diverses ausgelöst. Da haben die Schwellkörper sich natürlich verabschiedet. Apropos Mutter, ja, ich habe euch ja heute Apfelkuchen mitgebracht. Genau, wow. Du hast uns heute Kuchen mitgebracht. in so einer schön tupperartigen Dose. Du musst die bitte zeigen, die nicht. Die ist glaube ich, nicht mal gewaschen, wenn ich ehrlich bin. Oh, der duftet aber. Ja, ne? Müsst ihr mir wirklich sagen, weil das ist der zweite Kuchen seit 20 Jahren, den ich gebacken habe. Ich backe manchmal meine Freunde. Ist es der erste, den du vor 20 Jahren gebacken hast, oder ist das der aktuelle? Aber der sieht toll aus, der duftet. Hast du den heute gebacken? Den habe ich heute gebacken. Keinen Puderzucker, ich habe meinen Sieb leider ver... Aber jetzt, aber danach, jetzt weißt du, im Flavor... Natalia Avelon. Hier. Ja. Ich meine, was will man denn mehr von einer Frau? Das wollte ich gerade sagen. Also jetzt kannst du dich ja nicht mal retten. Weißt du, kannst also ein bisschen Playboy, jeder kann das sehen und du kannst auch noch Kuchen backen. Also jetzt mal bitte. Und singen kannst du auch und du siehst fantastisch aus. Dankeschön. Also, und du bist auch nicht mehr, du warst damals bei unserem Date, wie du jetzt selber sagst, da warst du fast ein bisschen spröde. Spröde, ein bisschen. Ein bisschen spröde warst du. Ein bisschen, ja. Weißt du, was mein Eindruck war? Ich erinnere mich jetzt wieder. Keusch. Ja, ich hatte den Eindruck, du hattest ja so ein paar, sagen wir mal, freizügige Rollen gespielt auch, ja, also mit freizügigen Anteilen. Ja. Und natürlich verstehen das auch einige vielleicht ein bisschen falsch. Und ich glaube, du hattest keinen Bock mehr auf hier, die mit den geilen Titten aus dem Uschi Obermeier Film. Oh, du wolltest jemand anders sein. Sehr ausgedrückt. Sehr respektvoll heute, ja. So sehen Komplimente von mir aus. Findest du das respektlos? Findest du, man hätte sagen sollen, die mit dem schönen Oberkörper aus Brüste, dem. Ja, aber du sei ganz du selbst. Ich finde, Brüste ist immer nicht so technisch, oder? Brüste, wie Penis. Ich find, ja, Schwanz, sag mal doch, oder? Das kann ich nicht. DNA-Kanone. Schwanz. Das ist ein Wort, was ich irgendwie. Du sagst lieber Spermakanone. Benenne ich das? Warte mal. Ja, du musst doch irgendwas sagen. Wann?
Ja, ja. Ja, wie war das denn im Lockdown bei dir? Warst du da komplett allein zu Hause oder hast du auch mal so ein bisschen dir eine Dating-App runtergeladen? Oh, man kann ja mal einen Blick werfen. Ganz ehrlich, ich bin ja ganz ehrlich. Ne? Mittlerweile ist mir ja wirklich alles egal, Leute. Ganz im Sonst wär's ja nicht hier. Mir ist echt wirklich, ich bin so glücklich und zufrieden und ausgeglichen seit Januar. Ey, die Wechseljahre, das Beste, oder? Ja, beste Zeit, herrlich, wirklich. Immer der Frau. Das ist einfach, muss man so sagen. Eine Freundin von mir hat... ich war noch nie bei Tinder. Das war mir irgendwie, ich habe Angst vor Geschlechtskrankheiten, muss ich sagen. Mhm. Ja, so. Naja, das ist mein, ja. Aber Tinder ist ja nur ein Weg, jemanden kennenzulernen. Geschlechtskrankheiten kannst du dir auch sonst wo holen, ne? Also. dann war ich mal bei Raya. Und das ist die Raya, ist diese App, wo man mindestens 100.000 Instagram-Follower braucht und das Pseudo-Promi. Das sind fast nur Fußballer, Fotografen und Models, ne? Du, keine Ahnung, da waren Jungs, die kenne ich aus Berlin, die wohnen noch bei ihrer Mama und dann steht da CEO oder Influencer oder was weiß ich, da stand, dann dachte ich so, Laschet. Der Sohn von Laschet war auch da, das ja? Der Joe. Alles. Grüße gehen raus, Joe. Und bei Bumble. Senior Raya. Ja. Bumble ist ja diese feministische Dating-App, genau. Die ist wie Tinder, nur die Frau muss zuerst antworten. Die Frau antwortet zuerst. Was überhaupt keinen Sinn macht, weil Frauen wollen nicht zuerst antworten. Frauen wollen ein originell, was wenn man matcht, wollen Frauen, dass der Mann zuerst schreibt und einen originellen Spruch. Ne? Aber ja, aber nicht einfach nur Hi. Ich kann es euch nicht sagen. Ich habe falsch geswiped. Mhm. Alle, die ich scheiße fand, habe ich quasi geliked. Weil ich habe rechts mit links verwechselt. Also wirklich, Fakt. Und jetzt sitzt sie hier. Der Witz, und es waren richtig schlimme Typen. Und kein einziger von denen hat mich geliked. Hä? Ja. Die müssen dich doch liken. Nee, was heißt, die müssen? Ich bin ja jetzt nicht eingebildet und sage, die müssen mich liken. Ihr seid nur ein Mensch, wenn die dich auch liken. Aber keiner von denen hat mich geliked. Ach, zurückgeliked. Also du bist kein Mensch. Diesen schlimmsten Typen in ganz Berlin hat mich niemand geliked. Weil die dachten, geliked. Das ist ein Fake-Account, das kann nicht sein, dass so eine hübsche Frau da ist. Das haben sie gedacht. Nicht. Auf jeden Fall habe ich das wieder gelöscht, weil das ist, weiß ich auch nicht. Ich mag es nicht, ich mag diesen Katalog nicht, weil für mich wirklich nach dem fünften Foto sieht jeder Typ für mich gleich aus. Es fühlt sich auch komisch an, so Menschen so wegzuswipen, oder? Man fühlt sich fast schon wie auf so einer. Jetzt mal ganz im Ernst, ihr seid doch bei Tinder Rampe. Oder irgendwo, ne? Ich bin bei Tinder rausgeflogen, weil ich mich... Noch nie gewesen? Aaron, noch nie. Du bist mein Mann. Aaron sitzt hier an unserer Krankamera. Das ist... Hallo, Aaron. Matze, du? Ja, doch, ich habe das natürlich auch mal. Aber gehabt, jetzt natürlich nicht mehr. Matze hat sich durch alle Dating-Apps hier durchgeackert. Quatsch. Ja, also es gibt so einen gewissen Pilzstamm, den kannst du nachweisen, den hat er also bis nach in die Ausläufer der Vorstädte von Hannover. Ne? Matze was hier. Ja. Da habe ich eine Phobie. Ich habe echt eine Phobie gegen Jucken, Kratzen, Brennen. Ja. Ach komm, da muss man durch, oder? Nee, das geht deswegen gar nicht. Trinkt man sich ja vorher, danach hat man ja Lust, alles in den Mund zu nehmen. Das sind Witzige, weißt du? Nee. Aber bei Sexualität geht es doch darum, dass man da so ein bisschen dann auch irgendwann so drauf ist, dass man sagt, ach, alles ja. Oder? So ein bisschen? Oder bist du dann so ein bisschen widdermäßig? So. Schüchtern. Ist das auch das infiziert? Nee, ich sag aber davor immer, geh mal die Hände waschen, bitte. Und zwar alle 11 Finger. Ach so, ich weiß es nicht. Es kommt, also, aber... Also du hast im Lockdown quasi diese Dates mal diese Apps mal runtergeladen und... Nicht diese Apps. Ich war bei Bumble wirklich, das war eine Stunde. Und dann war ich wieder raus. Alles gelöscht. Eine Stunde? Das habe ich keinen Bock drauf. Hast du dich beschmutzt gefühlt so ein bisschen, ja? Bist du da jetzt so... War das ein bisschen... hast du Scham gefühlt? Bist du jemand, der so ein Gefühl, so Scham auch empfindet ab und zu? Nee, ich bin einfach wirklich, da bin ich, das ist halt so konträr wahrscheinlich zum Playboy, zu Uschi Ober, zu allem, zu Uschi Obermeier und allem, zu meinem Ruf, ne, der erst, wenn er ruiniert ist, Hallo, ist es halt alles hier vorbei. Ist Ihr Ruf. Ich habe halt Bock, Menschen kennenzulernen in, weiß ich nicht, beim Bäcker, beim... im White Trash. Beim Podcast. Podcast beim White Trash. Das finde ich spannender. So eine Überraschung. Da klopft mir jemand auf die Schulter und ich gucke mich um und dann auf einmal steht er da. Also Schulterklopfen wäre noch okay, ja? Ja, das ist okay. Okay. Aber nur in hohen Schuhen. Das sind wohl los. Ja, sonst kommt man ja nicht so tief runter. Aber jetzt im Lockdown, wie hast du den verbracht? Warst du hier in Berlin alleine in deiner Wohnung oder warst du bei deinen Eltern? Oder? Ich war hier in Berlin, ich war in Warschau fast das ganze Jahr und im März, ne, ging es los mit dem Lockdown, bin ich zurück nach Berlin.
Was haben wir gemacht? Wir haben alle gesoffen, wir haben FaceTime, WhatsApp-Videos, wir haben getanzt. Ich habe getanzt bei Instagram mit irgendwelchen... Wer war Tanzen das? Kann ich auch gut, aber das mache ich nur bei RTL. Muss man aber schnell, muss man wirklich alles gucken, weil es ist nämlich nur mal kurz zu sehen. Dann kommt die Jury. Anyway, du hast getanzt. Du hast so TikTok-Tänze gemacht, oder was? Nee, keine TikTok, aber es gab so einen, wie heißt der, so einen Stylisten oder so, der hat irgendwelche, ich bin betrunken. Ja, wir haben hier übrigens einen Wein, wir sind nicht gesponsert. Oh, das sind wieder meine Beine, das ist ja, das ist gut, ja, die Beine so ein bisschen. Die so. Ja. Wir macht doch die Kamera ein bisschen zurück, wenn sie ihre Beine sehen will, oder? Aber wir haben auch die totale. Das Schöne während des Lockdowns war ja wirklich, Entschuldigung. Nein, du. Dass so einsam wir waren und zurückgezogen für diese 2 Monate, ich meine, bei aller Liebe, ne? Also, wir haben nicht den Krieg erlebt. Nein. Also, ich finde, das war alles übertrieben. Dann also saßen wir aus unserem Hintern zu Hause mal 2 Monate. Und dann, das Schöne war eben, man hat viel kommuniziert mit Menschen online, mit Freunden. Ja, ja. Also viel öfter als telefoniert vor dem Lockdown. Und dann gab es diese DJs online bei Insta Live und ja, man hat getanzt zusammen und Fitness gemacht und das war irgendwie witzig. Also Matze und ich haben auch super viel Fitness gemacht. Ich habe aber teilweise auch online mir so Techno-Sachen angeguckt. Ja, ich habe mir noch während Covid ein Tattoo... Leute, das ist wirklich schön. Nee. Das ist nicht schön. Ich lass mir das weglasern und die Ärztin sagte, ja, so 1000 Euro, 1200 Euro, 6 Sitzungen, je nachdem, ob es überhaupt weggeht, ob die Farbe zertifiziert ist und so weiter, zugelassen, bla. Oh. Hey. Ich weiß nicht, was mich geritten hat. Das war wie, als ob Satan in meinen Körper... Ja, das ist ja nicht passiert. Hast du vielleicht ein bisschen Heavy Metal gehört in der Zeit, oder? Das ist ja nicht passiert mit Satan in deinem Körper, weil unser Date nicht gut lief. Aber hatten nicht die Tattoo-Studios zu während des Lockdowns? Ich wollte mir ja auch ein Tattoo stechen lassen. Und zwar wollte ich auf meinen Bizeps schreiben, Girl Power. Ah, nicht, weil ich an Frauenrechte glaube, sondern weil ich schwach bin. Was? Auf dem Bizeps von einem Mann Girl Power? Ja, aber das mache ich, glaube ich, noch. Also ich dachte immer, ihr respektiert, schätzt und liebt Frauen. Tun wir doch auch, das würde ich mir noch nicht Girl Power tätowieren lassen. Eben, deswegen bin ich. Guck mal, das ist übrigens ein Wein hier, der heißt, dieser Drei-Freunde-Wein, den machen Joko und dann dieser supergeile Schauspieler, Schweighöfer. Mhm. Und, wer noch? Und dann noch so eine Frau. Ne? Genau. Ja, die den Wein halt macht. Genau. Die anderen beiden saufen. Der ist sehr gut. Der ist wirklich. Ich finde, das ist ein guter Saufwein. Ne? Ist das, ja, was ist das? Ein Grauburgunder, ne? Also eine Art Chardonnay, oder? So, geht runter wie. Wie Öl, oder? Wie Öl. Matthias? Ja. Chapeau. Joko? Chapeau. Den hast du ganz, ganz toll. Achso, ja, er heißt ja auch Matthias. Also, hat er sich das angesprochen gefühlt. Auch geil, dass er das Lob einfach genommen hat, obwohl er überhaupt keinen Wein macht. Ich dachte, du wolltest mir noch was sondern nur Bier trinken. Matthias, Chapeau, dachte, weil du hast den besorgt, oder? Nee, das war nur du Gorillas. Aber, willst du welchen haben davon? Nils? Ja, deswegen, ich dachte, du wolltest mir gerade einen anbieten. Ja, natürlich. Das war deswegen, weil ich dachte... Vielleicht kann der Joko in Zukunft uns ja auch mal so ein Fläschchen mal vorbeischicken oder so ein Kistchen. Ja, ne? Oder Matthias, den man ja eher kennt. Stimmt. Der Schweighöfer. Schöner Name. Der heißt entweder Till Schweiger oder Till Schweighöfer. Till ist auch gut. Till Schweighöfer im Produkte raushauen. Restaurant-Business, ne? Ja, hat er zugemacht, glaube ich jetzt. Ne? Hat er? Ja, das ist in Hamburg, ne? Ah, nee, Klamotten. Glaube ich auch. Till kann alles. Klamotten. Ja, aber hat er nicht für ein Wasser auch irgendwie dann so unverschämte 5 Euro oder sowas gemacht? Ja, Moment mal. Der hat Leitung, der hat gefiltert. Der hat in seinem Restaurant gefiltertes Leitungswasser verkauft. Ja, und das kostet natürlich trotzdem Geld. Und dann war die Story in der Bild und Co. so, der verkauft ja Leitungswasser für 7 Euro den Liter. Aber das ist ja ein Restaurant und die müssen ja auch Miete zahlen und Angestellte und so weiter. Du kannst ja nicht in ein Restaurant setzen und sagen, ich will, du kannst ja auch nicht in der ersten Klasse bei der Lufthansa fliegen und ein Glas Leitungswasser bestellen und sagen, okay, wie sind jetzt 6.000 Euro? Es kommt dann darauf an, wo man das trinkt, auch ein bisschen. Okay, ne? Fand ich bis ungefähr. Ja, gut, ich hab auch nur genau das mitgenommen. Jetzt habe ich gerade Till Schweiger verteidigt. Ja, kann man ja machen. Hast der du ist gemacht, ja eine Person. Das, müssen wir noch mal, jetzt können wir ihn einladen. Man muss, ja. Ach, die sind alle okay, finde ich. Till, die sind alle. Ja. Jeder ist auf seine Art und Weise ist völlig. Ich habe mich früher aufgeregt. Das sage ich auch immer, wenn die Ausländer über Hitler motzen. Jeder ist auf seine Weise okay. Nee, wirklich. Ich habe jetzt eine Klingel, Alter. Aber findet ihr nicht, dass man so in unserem, wir sind ja jung, was wie alt bist du denn jetzt eigentlich? Na. Ich bin 41. Nein. Doch. Jetzt sag die Wahrheit. Du bist 28, 29, was bist du? Ich bin 41. Du auch? Wow. Na, ihr auch? Ja, ich bin auch. Außer Aaron. 41. Aaron ist 19 wahrscheinlich. Wie alt bist du, Aaron? 20? 22.
Zwei. Wie du es schaffst, hier mit allen auf einmal zu flirten. Das finde ich also wirklich. So, jetzt wollen wir deinen Kuchen aber auch mal probieren. Habe ich recht, Matze? Bitte probiert mal. Du selbst kannst ihn nicht probieren, weil du... Ich bin glutenunverträglich leider. Ich bin also wirklich, ich oute mich hier als Öko-Prenzlberg. Ein Glück, dass in der männlichen Samenflüssigkeit kein Gluten ist. Das habe ich nämlich gestern gelesen in der Untersuchung. Habe ich gestern gelesen. Ja. Ist zufällig. Also. Ist Gluten egal, wie man sich ernährt? Ja. Ah, gut. Absolut, total egal. Du kannst dich quasi nur von Gluten ernähren, aber... im Samen kommt das nicht an. Aber das kann doch nicht sein, weil man sagt doch, Ananassaft ist gut. Ja, das kommt schon an. Gluten so, wird aber quasi rausgefiltert vom, was hast du da gestern gesagt? Samenleiter. Ja, genau. Gib mir mal die Samenleiter. Ich muss da oben an die Glühbirne ran. So. Ihr müsst aber wirklich ganz ehrlich sagen. Ja. Machen wir auch. Ob der schmeckt oder nicht. Ja. Ja. Würden wir lügen. Na? Machen wir auch. Matze hier? Ja. Okay. Nicht. Du brauchst keine Gabel, ne? Das Laptop ist ja schon eine Woche alt. Ja. Da fehlt Puderzucker, muss ich jetzt zu meiner Verteidigung sagen. Es ist ein polnischer Apfelkuchen. Ach, weißt du, bei mir wurden kürzlich auch so leicht erhöhte Zuckerwerte festgestellt. Insofern ist es auch ganz gut, wenn jetzt gar nicht alles so gar nicht gezuckert ist. Ich wollte gerade fragen. So kannst du trink nicht so viel Ananas, ja? Soll ich immer hier so trinken? Immer Zucker? Der Crumble. Der war noch gar nicht im Mund. Ja, genau. Ich weiß, aber der Kuchen ist lecker. Ja. Sag mal, schmeckt er oder nicht? Schmeckt wirklich gut. Schmeckt richtig cool. Wirklich? Schmeckt ist das süß oder nicht süß? Oder nee. Wie, nee, genau süß richtig. Ja? Dann muss ich gar nicht mehr schalten dabei. Weil hast du den Teig mit deinen Brüsten geknetet? Ja. So schmeckt er nämlich. Hier haben wir einen Kuchen gemacht. Ja. Weißt du? Jetzt ich hab letztens mit jemandem drüber gesprochen, über... Sexismus, ne? Wenn wir jetzt schon beim Thema sind. Max und ich haben auch gerade über Sexismus geredet. Wie sehr wir das verabscheuen. Wie sehr ich das auch verabscheue. Aber nichtsdestotrotz, finde ich, sollte man noch Spaß haben im Leben. Und ich liebe ja schwarzen, britischen Humor, sagt man jetzt. Man darf ja heute gar nichts mehr sagen, was ich verstehe. Du kannst ja farbiger Humor sagen. Nee, komm. Also das geht so weit. Ihr wisst aber, was ich meine, ne? Das ist ganz toll, der Kuchen. Ich, nochmal vielen Dank. Das ist wirklich gut. Das ist wirklich lecker jetzt. Dass du uns Kuchen mitbringst. Joke, wirklich. Ja. Ja, muss man auch was Ernsthaftes sagen. Ja. Ich mache einen Laden auf in Prenzlberg. Ja, genau. Also nochmal Sexismus. Sexismus. Weil es ist so ein wichtiges Thema, da wollte ich nicht unterbrechen. Thema, und ich bin wirklich Feministin pur, ja. Also ich bin jetzt nicht so eine Hardcore-Manze, die Männer hasst. Ich liebe Männer. Ich finde Männer super. Ich finde Frauen auch super. Aber ich finde einfach den Spaß am Leben genauso super. Kiffst du wieder unterm Tisch? Oder was machst du? Nein. Oh Mann. Ich habe auch gar nicht unterm Tisch gekifft. Ich habe dir deine die vergessenen von der Rasur vergessenen Beinehaare abgesenkt im Feuerzeug. Hast du überhaupt gekifft oder hast du? Nee, du hast gekifft. Mit Schuss gesetzt. Und dann behauptet, ich wäre Diabetiker. Chill. Das ist ein Flammen. Ich bin Diabetiker. Ich brauche mal Insulin. Aber süß, guck mal, jetzt reden wir darüber, ne? Über die Orchidee, über. Gibt's die Orchidee noch? Gedeiht sowas bei dir? Nein. Weil das war nämlich der ganze Plan, dass ich dich in 10 Jahren wieder treffen wollte und gucken wollte, ob es die Orchidee noch gibt. Und dann hätte ich nämlich gewusst, du bist die Richtige. Ich bin hier. Das war vielleicht auch genau heute. Der heutige Tag, vor 10 Jahren. Ja, und weißt du was? Die Orchidee ist verblüht, du nicht. Genug Applaus. Da muss ich doch meine Beine direkt übereinander schlagen. Sehr, sehr gute Idee. Das ist immer der richtige Move. Also du hast mit jemandem über Sexismus gesprochen. Das ist so ein wichtiges Thema, auch gerade hier. Da wollen wir dann natürlich auch deinen Take drauf wissen. Nein, mein Take ist einfach trotzdem, dass wir wie gesagt, es ist heute ein bisschen schwierig mit den Themen. Ne? Was darf man sagen, was darf man nicht sagen, was total verständlich ist. Aber ich finde, es wäre schön, wenn wir alle entspannt sein würden und Späßchen machen könnten und so weiter. Ne? Also nicht auf Kosten von anderen im Sinne, aber Martin Sonneborn von Die Partei, der war kürzlich hier, der war ja auch lange Chefredakteur von der Titanic, dem Satire-Magazin, und hat gesagt, da hat sich ein bisschen was geändert im Text- und Satire-Verständnis einfach bei den Menschen. Ne? Also das Humor ist ja zum Beispiel auch ein Bewältigungsmittel. Ne? Also wenn man sagt, irgendwie, wenn man einen Witz über Krebs macht, macht man keinen Witz über Krebskranke, sondern macht einen Witz über die Krankheit, die einem natürlich Angst macht und der man ja auch ausgeliefert ist, auch wenn man es noch nicht hat, kann man es ja potenziell haben und wird statistisch wahrscheinlich dann irgendwann daran sterben oder erkranken. Und die Angst zu bewältigen mit einem Gag, als wäre es nichts, als hätte man keine Angst. Die beste Medizin, finde ich, ne? Ja, Humor, Lachen. Das wird oft nicht so verstanden. Da gehört ein
Schuss Intelligenz dazu, finde ich, zum Humor. Stimmt, ich hab auch gelesen, dass du da, also du hast ja auch dann sehr freizügig darüber gesprochen, was dein Männertyp ist, und der musste Humor haben, ne? War das so, ach, deswegen, das richtig? Deswegen ein Witz nach dem anderen. Ja. Ja, jetzt klingelt's. Nein. Ja, ich bin so zu himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt. Ich bin nicht depressiv, Gott sei Dank, aber ich bin, bei mir gibt es so. Nennst du das Melancholie, glaube ich eher. Melancholie, oder meine Therapeutin vor ein paar Jahren hat gesagt, ja, Frau Avalon, bei Ihnen gibt es halt keine Konstante und keine Mitte und keine. Dann habe ich gesagt, ja, das ist halt so. Das aber haben ja viele Künstler so, ne? Du bist ja Schauspielerin, das ist, du bist halt einer wilden Sinuskurve ausgeliefert, ja? Vieles, Musikerin. Aber auch. Gott sei Dank nicht krankhaft. Ja. Ich bin nicht bipolar, sagt man. Ey, immerhin. Wow. Immerhin. Das wäre für Matzes Freundin schon ein Upgrade. Für Matzes Freundin. Nein. Ich meine, die History of all girlfriends. So. Ganz genau. Mädels, ich bin mit, welche Kamera? Ich bin bei euch, ich bin mit euch, ich bin für euch. Diese Typen hier, ich kriege sehr viel Geld für diese Sendung. Das sehr, sehen wir nicht sehr hier. Viel Geld. Und auch noch meine Niere und mein Erstgeborenen. Genau. Matze hat ja wirklich einen Erstgeborenen. Ja. Na gut. Hast du, wie kann sie den haben? 13. Wow. 13. Ja. Ist das noch okay? Ich bin alt. Nee, 30, 40? Ich 30. Werde jetzt am Samstag 43 haben. Ah ja. Boah. Ups. Habe ich das jetzt gesagt? So, der Älteste im Raum. Ich so, boah. Ja. Wie alt bist du? 48. Nee. Ja. Ach Quatsch. Ja. Wirklich? Habe ich dich damals schon über mein Alter belogen? Nee. Ja. Nee, ne? Ja? Doch, bestimmt. Ja? Sieht man nicht. Dankeschön. Aber es ist auch bis hierhin ist ja der Rollkrank. Hat jemand geboot hier gerade? Nee. Ich habe nur so, wow. Oh. Aaron, das war Aaron. Puh. Ja. Super. Aber die Quersumme ist 12. Ja. Und dann könnte ich schon fast wieder ein Kumpel von Matzes Sohn sein. Aber unsere Generation, warte mal, ihr seid dann 70er, oder? Ja, 73 geboren, ja. So, ich bin 80er. Und ich finde, unsere Generationen, 70er, 80er, halten sich super. Ich finde, wir sehen manchmal jünger aus als die Jüngeren. Da hast du recht, da sagst du was. Du musst gleich mal umsetzen hier. Genau, direkt mal die Beine miteinander schlagen. Nee, wisst ihr, was ich meine? Also, ich meine, Mädels heutzutage mit 18 sehen wirklich sehr reif aus, sehr geschminkt, sehr operiert, oft leider auch und so weiter und so fort. Aber, ne, das jeder hast du gar nicht noch bisher, ne? Also da ist noch bei dir alles noch. Bei mir, also körperlich. Natural, ja. Ja, alles. Ich habe mir mal ganz ehrlich Botox zwischen die Augen knallen lassen, damit ich einfach nicht böse gucke. Es braucht kein Mensch, aber ich kann es wieder. Ich habe einmal versucht, meine Lippe, weil die rechts, habe ich mir eingebildet, das ist dieser Zwang, dieser komische Instagram-Zwang oder was auch immer, meine Lippe auszugleichen. Und da war mein Gott, das hast du doch gar nicht nötig. Pass auf, mit Hyaluron. Und mein Opa hat noch gelebt, der war im Krankenhaus und das Ding ist so angeschwollen. Ich sah aus wie Pamela Anderson. Ich habe mich schlapp gelacht, weil du kannst nur weinen oder lachen. Ja? Aber du hast ja einige Features von Pamela Anderson. Habe ich? Ja, finde ich schon. Ne? Oh. Diese Eleganz. Diese Eleganz, diese. Na, das ist ja so eine gewisse, sagen wir mal, Rundungen, aber auch im Gesicht, in den Details, ne? So Stupsnase und so. Ein Kindchenschema vielleicht ein bisschen auch, ne? Ein Kindchenschema? Also, Kindchen. Kindchen. Kindlich. Jung, man assoziiert das mit jung, Jugend. übrigens, der Wein ist von Joko. Und ich weiß nicht, wo die Reise jetzt hier weiß ich auch, warum die Filme von denen alle so beknackt sind. Ja, dieser Wein, das ist doch nicht normal. Ja? Das ist, weil wir so lange nicht getrunken haben. Das wir wollten 3 Monate nicht trinken. Ich haben geschafft, noch. Wir haben ich zwei muss geschafft. Wirklich noch fahren, Leute. Okay. Das ist mein wir können dir aber auch ein Taxi bestellen. Oder der Fiat ist hier sicher. Jedenfalls zurück zum Thema, um keine Gerüchte zu streuen. Dann habe ich das einmal gemacht und ich sah schlimm aus. Und ich finde, es macht viel, viel älter. Es macht nicht jünger. Und bei meinem Opa, der war altersdement, der ist mit 94 gestorben. Und dann bin ich ins Krankenhaus immer gefahren zu ihm, weil der hat dann am Ende seines Lebens im Krankenhaus leben müssen, aufgrund dessen, dass niemand 24 Stunden am Tag ihn pflegen konnte von uns. Und das war total bescheuert, weil ich mit diesem Entenschnabel rechts, der angeschwollen ist, und ich habe mich einfach wirklich geschämt, weil das sah scheiße aus. Also musste ich lachen die ganze Zeit, dass es nicht auffällt. In einer Umgebung von Menschen, die sterben, die altersdement sind, die wie eine Irre. Wirklich. Das und hast du es gemacht?
Einfach ich habe die ganze Zeit gelacht, wirklich. Zwischen den ganzen Sterben. Have a good time. Ja, wirklich immer so. Aber ganz ehrlich, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich, ja, dass ich auf so einer Sterbestation bin und du huscht da so durch, lachend. Nee, keine Sterbestation. Das war, ne, so, also ja, jetzt so, aber... Hat er dich ja noch erkannt dann, wenn du so eine Lippe hattest, oder? Das war ein bisschen, mein Opa, ja, ja, so süß. Hoffe ich doch. Weißt du, ältere Menschen sind ja so wie Kinder oder Babys. Ja. Die können nicht mehr sprechen oder sich artikulieren, aber die... Ich finde, sie empfangen oder spüren die Energie. Also er wusste, wenn ich reingekommen bin, das ist jemand, der mich liebt, dem ich vertrauen kann. Schön. Dann hat er mich so an den Haaren, es war so zuckersüß, an den Haaren gestreichelt, gelacht und dann so mit dem Finger. Oh. Das war total, mein Opa. Natalia, du bist ja wirklich, du bist auch noch eine Traumenkelin, ja? Ich vermisse sie so sehr. Da kommt, siehst du, da kommt wieder die... Wenn du deinen Opa vermisst, dann ist das hier the next best thing. Du wurdest mal, hallo, warum denn das jetzt? Das war doch sweet. Stimmt, okay, alles gut. Ja, wir nehmen dir die Klingel sonst wieder weg. Ja, okay, Matze, ne? Alles klar, ich wollte nur ein bisschen klingeln. Matze beherrscht dich. Ja, ja, wirklich beherrscht dich, auch wenn wir mal eine schöne Frau hier zu Gast haben. Wir haben ja sonst immer nur Philosophen und Politiker. Wir müssen noch mal ein bisschen über deine Karriere sprechen. Ja. Du hast mit so vielen tollen Leuten gearbeitet. Das ist in der dreitägigen Recherche, die ich nonstop gemacht habe vorher, wie immer, habe ich 20 Minuten auch nicht den Playboy angeguckt, sondern auch mit den Rest Kennst geguckt. Kennst du die Bilder gut? Natürlich. Was willst du sagen? Was ist denn sonst? Der Gecko, der auf deinem Oberkörper sitzt. Ja. Der war gut, ne? Der war gut. Der, ja, das war. Oder dann hast du diese eine Blume da, wie heißen diese Pflanzen, wo da eine Stiel so hoch? Ich weiß auch nicht genau. Ja. Auf jeden Fall, das sind tolle Bilder. Danke. Holt euch den Playboy. Es ist jetzt wahrscheinlich schon ein bisschen spät, irgendwie im Kiosk noch zu kriegen, aber Woche. Online. Eine Woche ist er noch da? Ja, ist ja perfekt. Na dann. Das muss doch reichen. Also, dass man wirklich nach einem Mini-Glas, ja, dass die Zunge macht, was sie will und der Kopf was ganz anderes will. Ja, aber die Zunge und der Kopf das Gleiche wollen, ne? Aber spürt ihr das auch? Ja, ja, doch, das ist ein bisschen, da ist was, ja, drin. Ja, da ist was Komisches drin. Ich vermute, dass sie da Alkohol hinzufügen. Das ist meine Vermutung. Aber ich habe ihnen zum Glück schon Matze gegeben, da kann ja nichts passieren. Nee, der verträgt ja Alkohol. Die Regie wird besser. Die Regie wird immer besser. Ich trinke jetzt einfach ein Bier. Ja, Mann. Also, guck mal, bei Matze hier, ne? Ja. Am besten ausgeleuchtet. Ja, das ist... Die total nahe. Weißt du was, Matze, das sagen alle. Alle sagen, der Matze hat das beste Bild. Ja, genau. Und jetzt kommt der Witz. Das Bild richte ich ein. Ja. Ach, scheiße. Das nennt man Liebe. Hör mal auf. Das nennt man Liebe. Das nennt man Liebe. Das nennt man Liebe. Das heißt aber auch, die anderen richte ich ein und dann... Ja, und die sind halt schlechter als das von dir. Das sagen nämlich die anderen Leute. Das kommt ein bisschen auf den Protagonisten an. Nein, die sind nicht schlechter, die sind anders. Ihr seht auch super aus. Ja. Ihr seht sehr gut aus. Ich habe meine Haare zu dunkel gefärbt. Ach. Sind die eigentlich schon grau? Komplett weiß? Die sind grau. Ich färb die ja selber und dann schneide ich die selber. Und du musst das jetzt alles nicht mehr selbst machen. Jetzt bist du ja hier. Ich habe eine Schere da. Ich muss selbst oft kürzen, habe auch selbst oft mit zu großer Länge zu tun. Und und Matze habe ich jetzt vergessen zu färben, der ist ja rothaarig, den färbe ich normalerweise immer auch schwarz. Pigmente kannst du nicht. Ne? Weil das geht ja nicht, dass ich einen Podcast mache, so ein Ginger oder was, ja. Oder stehst du auf Ginger Boys? Ist das ein Ding? Mir ist das alles wurscht, wirklich. Hauptsache hat noch Puls. Nee, das weil ich stehe einfach wirklich, auf kluge Männer, auf intelligente Männer, die Humor haben. Das ist das A und O. Ich hab bei Humor ist Matze wieder im Game, nachdem er ganz kurz aus der Kurve geflogen war. Ja, so Spaß im Leben. Und was willst du mehr? Ich meine, Sex kommt und geht, Schönheit vergeht manchmal, Sixpack. Du stehst doch auf flache Schwule, da hat man doch mit dem Matzen das richtige. Flache Schwule. Hey, hier nochmal meine Eingangsfrage, die ich mir so gut überlegen hatte. Mama. 2007 erschien dein Debütalbum Love Kills. Du sitzt jetzt hier immer noch sehr lebendig vor mir. Warst du etwa nie verliebt? Die Frage habe ich mir während des Lockdowns gestellt, ob ich hatte 1, 2, 3 Freunde, also 3 Beziehungen. Ernsthafte Beziehungen. 8 Jahre, 4 und 4. Okay, wir reden jetzt nur über den Januar, oder? Über den Januar. Und ich habe mich wirklich gefragt, kürzlich, habe ich die geliebt? Oder habe ich sie nicht geliebt? Philosophische Frage. Ja, auch ganz konkret so, auf, ne? Ja, zu demjenigen Zeitpunkt auf meine Art und Weise, aber war es die große Liebe? Das sage ich auch immer, zu demjenigen Zeitpunkt auf meine eigene Weise hatte ich es geliebt, Baby. Das war nicht nur, dass ich mir dein Auto leihen konnte.
Aber ein paar Mal hat man. Aber wenn du dich das jetzt so fragst, jetzt mal ganz im Ernst, warst du noch nie verliebt? Hattest du noch nie. Hattest du noch nie Liebeskummer? Noch nie richtig gelitten? Ich krieg nie wieder Arbeit nach diesem Podcast. Natürlich kriegst du Arbeit. Du kannst okay. gleich hier sitzen bleiben. Also nochmal zurück. Wir bringen dir den Abwaschstab hin. Ich war wohl verliebt. Aber so ganz genau weiß es auch nicht. Aber ob ich so wirklich geliebt habe, ich weiß, dass ich meinen Opa, meine Oma, meine Eltern liebe. Das ist wirklich wahre, bedingungslose Liebe. Hast du deine Liebe vielleicht komplett in deiner Kunst gewidmet? Hast du dich da verausgabt, dass du fürs Private gar nichts mehr da war vielleicht? Nee, weißt du was, ich bin, also ich kann nicht viel über mich sagen, das müssen andere entscheiden, aber ich bin ein loyaler Mensch und loyaler Freund, wirklich. Also wenn du mein Herz hast, dann hast du es wirklich für immer und das sag ich so und dann ist es so. Das fehlt mir heutzutage oder es fehlt mir oft bei Menschen, bei Männern vielleicht auch oft. Ich sage jetzt nicht, es geht nicht um Betrügen, Monogam, Polygam, was auch immer, sondern Loyalität, also wirklich durch dick und dünn und für wirklich wie Family. Für mich, wenn ich, was ist das? Wir sind direkt am Flughafen. Okay. Das ist doch Militärflughafen, da starten jetzt die Kampfjets, die bombardieren wieder Kabul. wisst ihr, was ich meine? Also für jemanden, ich bin was so ein 300-Kämpfer, ich brauche so einen 300-Kämpfer, so einen Mann, der für mich durch alles geht. Den Körper habe ich schon mal. Ja. Mhm. Ja, aber das fehlt Loyalität. Mir halt einfach. Loyalität. Ah, dafür bin ich schon Loyalität, Werte. Ja. Werte. Mut, Courage. Moral Werte. Und Anstand. Assets. Moral und Anstand. Immobilien. Immobilien. Assets. Autos. Assets. Assets. Das ist auch mal eine Asset. Die sind alles, ich weiß auch nicht. Ich meine, ihr seid wirklich, ihr habt ein gutes Alter. Ne? Ich werde ja oft von so Mitte 30ern noch angebaggert. Weil du so wahnsinnig jugendlich aussiehst und weil du diese frische Ausstrahlung hast. Ja, du heute nach dem Kuchen, nach allem sowieso alles vorbei, ne? Nach meinem Grammatik-Zungen-Ausrutscher. Nein, aber. Ein Zungenausrutscher, weißt du was? Das nehmen Männer oft gar nicht so übel, wie man denkt. So, das Commitment heutzutage. Ja, ja. Ich war ja nie verheiratet. Ich bin niemand, der sagt, bis dass der Tod euch scheidet. Aber. Du hast Scheide gesagt. kann es sein, dass du. Ich meine, du bist jetzt 41, du warst nie verheiratet. Du hast wahrscheinlich deswegen auch keine. Das hat gar keinen Zusammenhang. Aber du hast keine Kinder, nehme ich an. Nee. Kann das nicht auch was mit dir zu tun haben? Ja, also gut. Du, meine Eltern, meine Mutter hat auch nur gesagt. Wenn man den ganzen Tag durch die Stadt läuft, ne? Ja. Und man trifft nur Arschlöcher, ne? Ja. Dann muss man sich am Ende des Tages fragen, bist du vielleicht das Arschloch? Ich treffe super Leute. Ich habe super Leute um mich herum. Wenn ich eine Affäre habe, habe ich super Sex. Kann ich jetzt auch mal ganz offen sagen. Natürlich. Offiziell alles in Ordnung. Alles super, aber. Alles normal. Alles normal, aber. Also jetzt bin ich nur mal 41 und ich habe keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock mehr, 20 Typen zu daten, sondern ich habe Bock, meinen besten Freund zu treffen, mit dem ich reise, auf Konzerte gehe, Kinder kriege meinetwegen. Vor dem du dich einfach mal gehen lassen kannst im Jogger. Nee, so gar nicht. Aber ich will einfach Spaß haben. Jemand mit Humor, da sind wir wieder, Intelligenz und. Ja, hättest du dir damals im White Trash mal ein bisschen mehr Mühe geben müssen, Natalia. Muss ich jetzt auch mal sagen. Einfach, du hattest ja eine Chance da. Ne? Ja, du hattest eine Riesen, oder wenn man Thomas Gottschalk sagen würde, du hattest eine Riesenchance. Chance, ne? Ja, war ich nicht so lange. Und zwar eine Riesenchance. Aber hättest du Nils damals deinen Eltern vorstellen wollen? Oder? Nils war ein bisschen zu wild damals, ne? Ich hätte dann, ich habe immerhin unterm Tisch gekifft. Ja. Das muss man ja auch mal sagen, oder? Also, guck mal, jetzt mit deinen 48 Jahren habe ich das Gefühl, wir kennen uns jetzt nicht lange, nicht gut. Aber. Intensiv. Dafür genauso, wie du es magst. Genau, nee, aber heute habe ich das Gefühl, du ruhst in dir. Ich ruhe in dieser Hose. Das heißt, man ist alt wahrscheinlich, ne? So. Ja. Nein, ist man nicht, sind wir ja nicht, wir sind ja junge Menschen. Aber du absolut. Hab das Gefühl, und das ist sehr angenehm, dass du so in dir ruhst. Ja, stimmt, ich bin ein bisschen milder geworden. Altersmilde ist das denn, ja. Matze, kannst du auch mal, bist immer nur gemein und dann haust du auf die Klingel drauf. Nö. Matze, bist du auch, ruhst du auch in dir? Ich bin auch älter geworden, ja. Meistens ruht er an jemand anderem. Ja. Nee, weil ihr wisst, was ich meine, ne? Ja, ja, man hat ja seine Höhen und Tiefpunkte, aber so wie ich gesagt habe, alles ist so schön relativ geworden, ja. Also bist du gerne alt? Nein, kann man das so sagen, ja? Das war jetzt überspitzt. Bist du gerne. Weißt du, die Frage mit 41 für einen Playboy ausziehen, das ist ja auch ein Witz. Also mit 41, wir sind junge Menschen. Ich bin ja jetzt, ich sag immer, ich bin nicht 120. Und weißt du was? Von wegen Print stirbt. Er ist nur alt. Ja.
Und so geil sieht alt aus, muss man auch mal einfach sagen. Ja, ich blätter da jetzt nicht rum, wir sind ja eine anständige Sendung. Super Bilder. Aber das sind sehr, war es dir wichtig, dass die Bilder ästhetisch sind? Was war mir wichtig bei dem, der Fotograf ist ein Freund von mir, der Stylist ist ein guter Freund von mir, mein Management, meine Managerin war da, wir haben gekocht miteinander, wir haben Spaß gehabt, ich vermittle gerne Lebensfreude, ich hab's einfach gerne, wenn Menschen Spaß haben um mich herum und lachen und fröhlich sind und glücklich sind, ich mach Menschen gerne glücklich. Es ist halt der Playboy. War das auch ein bisschen vielleicht ein feministischer Akt, dass du auch anderen Frauen zeigst, hey, ist okay, die große Vier vorne heißt nicht, dass du die ganze Zeit angezogen sein musst. Ich wiege mich nicht und ich mache mir keine Gedanken über das Alter. Ich finde, das sind Zahlen, das ist Mathematik und das ist irrelevant, das ist nicht wichtig, ja. Es gibt Wichtigeres. Was ich gesagt habe beim Playboy, auch beim Interview, jeder hat ja so seinen Rucksack, sein Leben, seine Erlebnisse. Du hast hier weder einen Rucksack, noch einen Top, noch eine Hose. So, innerlich, mental. Okay. Und was Selbstbewusstsein, das ist bei euch Männern ja auch so, ja? Also man macht ja auf dicke Hose und super cool und so und dann ist man zu Hause und weint ins Kissen oder findet sich scheiße oder alles ist kacke. Und der Weg dahin, ja, ist einfach manchmal steinig und lang, bis man eben diese Entspanntheit hat und sagt, es ist wie es ist, ich bin wie ich bin. Wahre Worte, bist du im Himmel gegangen. Weißt du, was ich meine? Und jetzt habe ich das Gefühl, jetzt bin ich wirklich entspannt und jetzt kommen auch die richtigen Menschen, also die falschen Freunde sind weg. Das ist ja das immer, was man nach außen hin so, kommt dann wieder zurück. Projiziert, ne? Ja, Karma und so. Umso authentischer du bist, umso mehr wirklich du bist, ob du ein Freak bist, ein Nerd bist oder wer auch immer du bist, dann ziehst du ja endlich auch. Natalia, du klingst wie jemand, der bei sich angekommen ist. Wie so eine Motivationsspeakerin. Ja, ne? Ist aber schön. Du bist okay. Du reichst aus. Ich finde es aber schön, dass du dich hier wohlfühlst, dass du sowas hier sagen kannst. Das Universum ist dankbar, dich in seine Arme zu schließen. Ja, wenn ihr das natürlich kacke schneidet, wer auch immer da im Hintergrund rumlallt. Das ist völlig egal. Denn das Universum liebt auch ihn. Vielleicht nicht ganz so doll wie dich. Ganz oft. Du hast doch hier die Macht da. Ja. Aber Leute, wir sind halt, hier ist Ginger, Polin, der Urdeutsche, Aaron. Wie der Urdeutsche. Jüdischer Vorname. Wir sind hier Multikulti. Ne? Wir dürfen hier über alles lästern. Ich glaube, ich nicht. Ich bin so ein weißer Cis-Mann aus Deutschland. Ich glaube, ich darf über ganz viele Sachen nicht so doll lästern. Ich sage ja, der Urdeutsche. Deswegen habe ich ja gesagt. Urdeutsche. Deutsch. Ja, hier um die Ecke wohnt ja auch Till Lindemann. Den habe ich mit meinem Hund oft getroffen, der leider auch gestorben ist. Und dann hat er mal mit dem Hund 10 Minuten, hat zu mir gesagt, hi Nils. Und dann hat er 10 Minuten mit meinem Hund geredet. Oh, süß. Na, und die hatte so graue Haare. Und der hat immer so, na, hast du Rasierschaum im Gesicht, ha? Ja, naja. Ich so, Und dann wollte ich den mal anhauen, um so Karten damals. Da haben so ein Konzert gespielt in der Olympia-Arena. Ich glaube, Paula hätte welche gekriegt. Ich habe mich nicht getraut. Anyway. Ja, du? Früher. Mit der Orchidee. Ja, genau. Ja. So. Hätte ich mir aber eine Orchidee mitgebracht, dann wäre da auch nichts gelaufen. Da habe ich dir so eine schöne Topfpflanze mitgebracht. Weißt du, ich wollte dir jetzt mal was zeigen, ne? Hey, komm mal hier. Nils immer so der Typ in der Dunkelheit an der Ecke, der immer mit einer Orchidee da steht, ne? Voll gruselig. Der Orchideen-Creep. Der Onkel mit der Orchideen kommt. Das ist was für Fatih Akin für den neuen Film. Ja, haben wir noch Wasser? Ich habe noch wilde Orchidee. Ist gut. Gerne auch Leitungswasser. Ja, die ist schon ganz trocken. So, die ist schon trocken gelaufen hier. Kleiner, das schneiden wir raus. Du bist aber nicht nur... Da ziehe ich meinen Rock doch direkt wieder runter. Ja. So, sitzt du bequem? Guck mal, aber auch heute habe ich Stiefel angezogen. Keine High Heels. Ich wollte es nicht übertreiben. Ja. Das ist richtig. Ne? Du wolltest nicht eher... Noch eine kleine Grenze setzen. Verstehe. Du machst dir richtig Gedanken, ne? Bei einem Outfit. Da steht so Chaotic Everything auf deinem Shirt, aber in Wirklichkeit... Wie heißt die Farbe auf deiner Nägel? Ist das Korall? Vielen Dank. Ist das Korall? Ja, als Fotograf musst du doch auch ein paar Farben. Frauen haben 1000 Namen für Farben. Gibt's das ist Neon, Leute. Das ist Neon. Neon-Korall. Nee, kein Korall. Es ist Neon. Aber es gibt doch Neon-Pink, Neon-Gelb, Neon-Grün. Neon-Orange. Neon-Orange. Orange. Ich hatte mal so eine französische Lernkassette und da habe ich aber immer nur eine Sache gehört. Rouge. Rouge. Wieso? Rouge. Diese Rouge. Rot. Rouge. Deutsch immer so. Rot.
Rot. Rot. Rot. Rot. Blutrot. Blutrot. Du? Ja. Hast mit unfassbar vielen Leuten zusammengearbeitet. Mhm. Und machst viel weniger Nebengeräusche, wenn du das Mikrofon nicht anfasst. Aber, nein, fass an, was du willst. du hast mit Karl Lagerfeld mal Fotos gemacht. Ja. Wie kam es dazu? Entschuldigung, kurz mal, es ist zu nah. Wie kam es ist nur ein Mikrofon. Dazu, es ist sehr nah, sehr präsent und sehr groß in meinem Gesicht. Ja, Baby, was ist nur ein Mikrofon dieses Mal? Wie kam es dazu? Ich glaube, Lagerfeld hat für ein Magazin Schauspielerinnen gesucht, die Musik machen. Und da war Palaske dabei, Jana Palaske und Anna Fischer. Ah ja. War dabei, genau. Ja, und dann sind wir nach Paris geflogen, hat er uns geschult. Das war super, super toller Mensch. Also wirklich einer der klügsten tatsächlich Menschen, die ich getroffen habe im Leben. Super sympathisch, nett, toll. Super Assistenten gehabt, mit denen wir feiern gegangen sind. Ja? Der hatte ja immer diese, die hießen glaube ich Karl Boys oder so. Alle Heten. Ja, die haben sich rum hatte, ne? Alle heterosexuell, ja. Ja? Er hat, Karl Lagerfeld hat mal was ganz Schlaues gesagt. Der hat gesagt, Liebe ist für immer, aber Sex, da muss man, das muss man mit Profis machen. Da geht man am besten zu Prostituierten. Noch nie gemacht. Kann ich nicht mitreden. Ja, das hat ja auch Karl gesagt. Natürlich auch nicht, ne? Na, bitte. Wo soll man das Geld hernehmen? Und auch moralisch stimmt das. Es hat Spaß gemacht. Dann noch, glaube ich, für einen Stern haben wir nochmal geshootet. Und du hast mehrfach mit ihm geshootet? Genau. Also es war schon Buddy, so hey, Karl, da sind wir wieder. Ja, das war echt spannend, weil bei einer Verleihung habe ich Laudatio gehalten auf ein Designerpaar und dann war Lagerfeld auch da, wurde ausgezeichnet. Und dann bin ich hin zu ihm und ich war blond beim ersten Shooting und dann habe ich dunkle Haare gehabt und dann bin ich hin und habe gesagt, Herr Lagerfeld, Herr Avalon, vielleicht da in. Ja, glauben Sie denn, ich bin altersdement? Da habe ich gesagt, oh, okay, nein. Ja, natürlich lustig, erinnere ich mich. Der war lustig. Der wusste alles, der hat alles gecheckt. Also sehr sensibler Mensch. Hast du denn deine Chanel-Handtasche von ihm signieren lassen? Nee, der hat uns gezeichnet. Tatsächlich. Das hast du noch? Mhm, das habe ich. Aber, wow. Ja. Weißt du, was ich noch habe? Kate Moss war mal hier auf einem roten Teppich in Berlin und hat ein Haarteil verloren. Und das war dann auf eBay zu ersteigern. Ich habe es ersteigert. Das ist pervers. Ja, ein bisschen. Auf eine Art. Das war noch gar nicht der perverse Teil. Nee, den Rest. Was ich da mit dem Haarteil gemacht habe. Oh mein Gott. Geklebt, vermutlich. Das klebt. Das wird ja geklebt. Deswegen ist das klebrig. Was ist das? Nein. Yoga. Ja, habe ich dir schon mal hingelegt. Paar-Yoga. Paar-Yoga. Ja. Du hast aber nicht nur mit Karl Lagerfeld zusammengearbeitet, du hast auch mit dem Songwriter von Robbie Williams zusammengearbeitet, Guy Chambers, ja. Was ist das für ein Typ? Sehr kluger Mensch, sehr talentierter Mensch offensichtlich. Das Album, klar. Wie hieß das damals? Deins? Nee, oder von Robbie. Von ihm? Von Robbie? Yeah. Mit Angel und so weiter. Angel und so weiter, genau. Ja, I'm loving angels and sea. Mein Lieblingssong von ihm ist Advertising Space. Kenn ich nicht. So you're standing at the gates when Marlon Brando passed away. You had that look upon your face. Advertising Space. What was it? Mandalay. Auch sehr schön. Ja. Haben wir das hier? Ja, gleich. Nee. Wir machen okay. Alles mit GEMA und Rechten so eine jedenfalls Sache. Jedenfalls hab ich. Bitte? Die Playlist. Ja. Ey, was? Du hast dich doch gefragt, was die Babyöl-Playlist sein soll. Das ist eine Playlist, die wir haben zu dem Podcast. Ja. Gibt es auf Spotify und Apple Podcasts und überall gibt es diese Playlist. Auch bei YouTube. Und da haben wir quasi eine Playlist. Kennst du das, wenn man ab und zu mal, es ist Lockdown, man hat jetzt ein bisschen getindert oder bei Raya oder irgend sowas, hat jemand kennengelernt und es geht schneller zur Sache, als man dachte. Playlist dann. Und man hat haben aber, wir alle wahrscheinlich. Und man hat aber jetzt irgendwie noch nur die Cannibal Corpse CD drin. Das passt ja nicht so richtig. Und man sucht jetzt eigentlich so ein bisschen schöne Musik und ist dann so in der Hektik und so. Und da wollen wir ein Service auch sein und haben so eine schöne Playlist mit Songs to make love to. Und das kann ja auch sein mit dem Operkuscheln oder sowas. Ja? Love hat viele Formen und Namen. Das ist gar nicht... Ach so, ja, so gesehen auch wieder. Oder? Schön. Genau, einfach so schöne Musik. Das muss auch gar nicht immer so super soft sein oder irgendwas. Hast du dann einen Song, den du dieser Playlist beisteuern möchtest? Advertising Space. Da müsste ich mein Telefon. Ich habe eine Playlist, also ich habe eine Sonne und einen Mond. Natürlich. Bist du so eine. Bist du so eine. Das,
Bist du da so sternzeichenmäßig unterwegs oder was? Nee, bin ich nicht, aber ich habe tatsächlich irgendwann, ja klar, ich meine, jeder hat doch die Situation, da ist man... Aaron, bringst du hier noch ein Glas Mondwasser? Warte mal, welcher Song? Ja. Also ich mache Advertising Space von Robbie Williams jetzt, glaube ich. Matze, was hast du? Warte. Ich mag den. Ach ja, D'Angelo ist doch immer. D'Angelo, der Rapper. D'Angelo, ja. D'Angelo. D'Angelo. Hier. D'Dario, D'Angelo. Ihr wisst schon. Der Song mit dem berüchtigten Video. Oberkörperfrei. Ja. Da gibt's auch ein gutes Song. How does it feel, glaube ich. How does it feel? How does it feel? How does it feel? Leute, ich trinke nie wieder Weißwein. Nie wieder. Na, ab jetzt nur noch Rotwein, Leute. Also, wenn ich diese Folge jemals zu Gesicht und zu Ohren Joko, bekomme. Motherfucking. Joko, motherfucking. Können wir da ein Sponsoring kriegen eigentlich? Von dem? Ich weiß nicht, ob wir das wollen. Der Wein, der die Frauen... Der macht dir die Frauen hier. Verstand. Der macht dir hier zu Sexmonstern. So schlimm ist es nicht. Die gar nicht mehr klar denken können. So, wir reichen das jetzt alle mal wieder zusammen und machen weiter. Du hast einen Song auch gemacht mit Nerd. N-E-R-D. Ja, I wish mit Nerd. Mit Jet Hugo habe ich einen Song geschrieben. Der ist ja bei Nerd. Der ist, genau, der ist ein Teil von N-E-R-D. N-E-R-D. Spricht man die N-E-R-D? N-E-R-D. Ich sage immer Nerd. Nee, N-E-R-D. N-E-R-D. Sind ja Punkte dazwischen. Ja, sind ja Punkte dazwischen. Okay, okay. Und das ist, ich habe mir heute auch wieder überlegt, darf ja nichts anfassen. Nichts habe ich nicht gesagt. Du bist 48, ne? Also 7 Jahre älter. Ich habe dich quasi bei Viva mitbekommen damals, ne? Okay, ja. MTV? Viva wir zwei, so, ja. Ne, so. Ja. Eben von der Mike Glöckis. Hast du das mal geguckt? Letztens, ja. Meine Sendung? Ich bin ja mit euch und mit Heike Makasch, mit Charlotte, mit... Also lagst du manchmal in Unterwäsche im Bett und hast meine Sendung geguckt? Fast. Also nicht mal in der Wäsche. Aber das Schöne ist, oder das Verrückte ist, hier wird man auch nicht ernst genommen. Aber jetzt habe ich irgendwas ausgemacht, so. Dass man eben als Kind oder als Teenager bist, hängst du vor der Glotze und deine VHS und nimmst die Sachen auf euch, ne, so. Und jetzt sitzen wir hier. Nichts reimt sich auf Glotze. Jetzt sitzen wir hier, weißt du, was ich meine? Und uns gibt's immer noch. Wisst ihr, was ich meine? Ich bin so dankbar für mein Leben, einfach, ob es ist du oder Guy Chambers oder eben Chet Hugo oder so. Ich habe Marilyn Manson kennengelernt, ich habe Sean Penn kennengelernt. Marilyn Manson hat ja gerade so ein bisschen, der steht ja nicht im besten Ruf im Umgang mit Frauen. Beruf, was hast du da für Erfahrungen gemacht? Meine Erfahrung war so, dass er ein super süßer, wirklich sweeter Mensch war, der ein guter Gastgeber war. Wir waren da bei ihm zu Besuch privat und da wurde gerade hin und her tätowiert. Ich wollte gerade an dem Abend nicht und da wurde Absinth getrunken und da waren diverse Künstler da und man hat gequatscht und alle süß. Und eine Freundin von mir hat ihm eine Halskette mitgegeben. So eine kleine Puppe im Sarg und so. Süß. Ja, da, total süß. Oh, how cute is that? Und wirklich, aber der kam wirklich, oh, how cute is that? Wirklich, kam er und ja, danke und sagt deiner Freundin liebe Grüße und so weiter. Also, hast du Lust, dass ich bei mir zu Hause im Keller irgendwie ankette und... Ja, aber das ist halt, du weißt halt nie, ne? Kannst nicht hinter die Stirn gucken. Kannst du nicht. Kannst probieren, da irgendwas dahinter zu bringen, aber gucken kannst du damit auch nicht. Du hast auch einen Film gemacht. Wie lange geht das jetzt hier? Uwe noch? Boll. Was soll das denn jetzt? Klingt das gerade wie Matzes Mutter, wenn wir Sex haben? Ja, aber ganz, ich muss kurz raus. Ja. Musst du mal kurz auf Toilette? Ja. Dann machen wir kurz eine Pause. Easy. Dann geh kurz auf Toilette. Und Mats und ich machen eine weiter. Also, gell? Ja. Du findest doch dahin, du warst ja vorhin schon da. Denk dran, diesmal die Tür, dass du diesmal die Tür zumachst. Ist das okay? Da stöckelt sie dahin. Die Totale wäre jetzt gut gewesen. Ja, so. Aber das machen wir, glaube ich, später. Mhm. Ja, Matze, was sag doch mal was über den Kuchen. Der Kuchen war wirklich sehr, sehr lecker, muss ich ganz ehrlich sagen. Da bringt uns hier ein Gast einen Kuchen mit, weißt du? Ja, und auch nicht irgendein Gast, sondern Natalia Avalon. Ja, voll nett. Du. Oder? Was heißt der? Mhm. Und er ist wirklich nicht schlecht. Also, ja, er ist wirklich nicht schlecht. Muss man wirklich sagen. Also. Das ist... Ich verstehe nicht, warum die noch Single ist. Ja, verstehe ich auch nicht. Die sieht toll aus. Die ist bei sich angekommen. Ich glaube, nach dieser Sendung, weiß nicht. Müsste doch was gehen, oder? Ich weiß ja nicht, ob ich hier eine persönliche Postbox aufmachen sollte. Aber ja, schreibt uns mal. Wenn ihr vielleicht Interesse habt an Herrn Natalia, ich glaube, die wäre jetzt open for business. Also, ja, aber nur vernünftige natürlich. Vernünftiges dann. Business. Das ist mal wirklich ganz klar, legal. Ne? Ja, und ja. Da, der ist echt richtig guter Kuchen. Den wir beide schon raus. Ja. Ich rauche mal eine. Okay. Rauch du meine? Ich habe ja hier noch den Playboy und da hat sie ja auch ein Interview gegeben, nämlich. Ja. Jetzt muss ich mal gucken. Jetzt muss ich von der coolen auf die uncoole Brille wechseln. Mhm. Weil
48, irgendwo merkst du es halt doch, ne? So. Ja, ich will nicht sagen, aber der Kuchen, hast du das nachgemessen, ja. Halt die Klappe. Warum ist es Ihnen ein Anliegen, voranzugehen? Selbstbestimmung und Unabhängigkeit stehen bei mir weit oben, gerade als Frau. Ich bin in Polen aufgewachsen, in einem kleinen... Oh, da ist sie wieder. Totale Matze. Naja. Das ist der Wein. Da bist du der wieder. Summer Wine ist das. Und hast du Pharrell Williams? Warst du in der Toilette okay? Ich habe die vorhin noch geputzt. War alles super. Was ist das für ein Kreuz, was man sieht da draußen? Ah, ist das eine Kirche? Oder was? Ja, das sieht da ist eine Kirche. Aus. Das ist eine Kirche, aber beleuchtet, so ganz... Ein beleuchtetes, goldenes Kreuz. Ja. Christianity ist hier. Ja, du bist ja aus Polen, du bist doch katholisch dann wahrscheinlich. Ich bin katholisch, ne? Genau. Da bist du hier völlig richtig bei uns. Total. Das sind wir nämlich auch. Grundkatholisch. Grundkatholisch. So. Und jetzt? Perfekt. Hast du denn Pharrell Williams auch kennengelernt? Habe ich nicht kennengelernt. Ich hoffe, ich lerne noch kennen. Chad Hugo ist ein Genie für mich. Ist wirklich absolut. Ein Produzentengenie. Ich war so aufgeregt. Ich hatte meinen Wodka in der Kabine. Ich kam gar nicht dazu, den zu trinken. Wir haben, das ist hart für eine Polin. Ja, das ist hart für eine Polin. Wir haben ein paar Stunden gehabt. Also was heißt ein paar Stunden? Wir haben, weiß ich nicht, 10 Stunden oder so gehabt im Studio. Es war, ich habe, als ich nach Hause geflogen bin von Los Angeles, wieder nach Berlin, habe ich habe wirklich geheult vor Glück. Also ich bin, weißt du, ich bin dankbar einfach. Das ist einfach, die Erfahrung pfeift drauf, ob mein Album erfolgreich war oder nicht. Aber die Erfahrung kann mir einfach niemand nehmen. Es hatte großen Erfolg bei mir. Ach. Welcher Song denn? Am liebsten mag ich den, ich mochte alle möglichen gerne, aber dieses eine Video, das ich mir heute auch noch angeguckt habe, hat mir gut gefallen. Ich bin ganz schlecht immer mit Texten und Namen und so von Liedern, aber das hat mich tief beeindruckt und bewegt. Ja? Ja, ist ein tolles Video. Für mich bist du ein bisschen die deutsche Lana Del Rey, bevor es überhaupt die richtige Lana Del Rey gab. Oh, okay, gut. Ja, ja, was auch immer. Nur ein bisschen Brüder. Naja, die attraktivere Lana Del Rey, würde ich sagen. Die den Kuchen backt. Ja, das ist ja schon geil. Ich glaube, die echte braucht auch Kuchen. Und hat Chanel-Ohrringe. Das sind die Sachen, die ich so weiß. Ah ja, stimmt. Und schneide ihre Videos selber. Hast du den Kuchen aufgegessen? Noch nicht ganz. Nee, siehst du? Nils nämlich auch nicht. Das heißt, er hat gar nicht so gut geschmeckt. Doch. Ich muss ja hier so ein paar Knöpfe drücken. Ich kann mich ja nicht komplett vom Kuchen ernähren in meinem Alter. Nein, aber wirklich. Also ich meine, mit Chad Hugo im Studio zu stehen und mit Shay, also es gab ja Pharrell, es gibt Pharrell Williams, Shay und Chad. Die drei sind NERD oder The Neptunes auch. Genau. Und Shay habe ich auch kennengelernt und mit denen, wir schreiben uns nach wie vor heute noch, die fragen mich manchmal, hey, wir sind gerade in London, hast du eine Fotografin irgendwie oder einen Regisseur, der geile Videos macht oder bla bla bla. Und das ist für mich mehr wert als jetzt Kritiker XY, der sagt, ja, dein Album ist gut oder scheiße. Das klingt ein bisschen so, als hättest du mit Kritikern zu tun gehabt, die ein bisschen dich vielleicht hart angepackt haben. Nee, war nicht so? Nee, mal so, mal so, das ist mir aber auch egal. Ich meine, ein Kritiker steht ja auch nicht für die ganze Welt, weißt du? Nein. So, und von Kritikern lassen wir uns hier auch überhaupt nicht. Ja, es gibt zum Beispiel viele Intellektuelle, früher, nach Uschi Obermeier gab es viele intellektuelle ältere Männer, also älter, Gott, um die 60 würde ich sagen, also älter als ich, die ein Problem hatten, erstmal mit mir und die sich nicht gestehen wollten, dass ich eigentlich gar nicht so scheiße bin, wie sie dachten, sondern eigentlich fanden die mich dann eigentlich ganz, glaube ich, nett. Und dann war das aber so eine intellektuelle Nummer zu sagen, nee, die ist das vielleicht Film, auch, ist das vielleicht auch ein bisschen der Fluch der Schönheit, den du da... Der Fluch von Deutschland, glaube ich auch. Ich glaube, wir haben ein bisschen einen Stock im Arsch hier in unserem Land. Ne? Also ich sage mittlerweile wir, weil ich bin ja wirklich seit über 30 Jahren hier. Seit Hitler hat Deutschland ein Problem mit Schönheit. Du, ich bin also schön hin und her, ne? Aber... wir sind halt noch ein bisschen unlocker. Sagst du wir und meinst wir Deutsche, aber du bist ja eigentlich Polen, sind die lockerer? Ja, aber wie lange bist du jetzt hier? Deswegen kannst du ja sagen wir. Also nee, ich bin mit 9, jetzt bin ich 41, rechne mal 32 Jahre bin ich hier. 9 Jahre war ich in Polen, also, was bin ich denn nun? Also wir. Würdest du sagen 9 Jahre Polen, das ist so viel wie 30 Jahre Deutschland? Das ist so ungefähr, genau. So, ich war jetzt letztes Jahr in Polen und es hat mich wirklich schockiert, weil ich war zu der Zeit der Wahlen dort und die hupen dir schon hinterher, die draußen, die Flugzeuge. Das ist, also Polen ist schon sehr konservativ. Ja, es hat ja einen ganz schönen Rechtsruck da gegeben, ne? Fuck. Rechts und LGBTQ ist, ne, also da. Ist es für dich da jetzt schwierig als Transmann? Als Transmann ist es für mich.
Oder ist der Zug abgefahren? Der Zug ist jetzt quasi abgefahren. Das war ich für dich schon. Ich fand das wirklich hart. Für mich schon, für dich, ja. Schon das wieder? War's mit der Orchidee. Schon wieder, ja. Diesmal habe ich nicht mehr. Aber ich finde es toll, ich bringe dir eine Orchidee beim ersten Mal mit, beim zweiten Mal bringst du mir Kuchen mit. Und dazwischen habe ich dich ja nochmal fotografiert. Und zwar angezogen. Und das können ganz wenige Fotografen von sich sagen, dass sie dich mal angezogen fotografiert. Entschuldigung. Das tut mir leid. Du hast mal einen Film gedreht mit Uwe Boll. Davon träumst du. Genau. Nee, leicht. Dass ich dich angezogen fotografiere? Ja. Nee, das habe ich ja schon gemacht. Ja. Mit Uwe Boll, genau. Hast du einen Film gemacht? Habe ich einen Film gemacht. Ich habe dich angezogen fotografiert. Mit Till Schweiger du, und was an. Ralf Möller und Udo Kier. Genau. Ich mich sehr geärgert. Udo Kier war auch dabei. Udo Kier war auch unglaubliche dabei. Augen, oder? Ich liebe Udo Kier. Seitdem sind wir befreundet, weil er einfach einer der tollsten, bescheidensten, klügsten Menschen ist auch neben Lagerfeld. Und ich habe mal mit Udo Kier gesoffen. Ja. Wir haben ein Interview gedreht. Wir haben so einen Piloten gedreht mit Sony zusammen. Ich hatte damals noch eine kleine Firma. Das war eine Co-Produktion. Und dann saß ich also bei Udo Kier rum. Wir haben gekifft und alles so getrunken. Und dann ruft die Produzentin an, die ich am nächsten Tag treffen sollte, und sagte: Ich bin heute schon hier. Willst du nicht kommen ins Chateau Marmont? Und ich sage: Logo. Und denk beim Auflegen so: Du Idiot. In dem Zustand, ja. Dann bin ich da hingefahren ins Chateau Marmont, gehe da hoch, halt mich an der Wand fest und mach so. Also diese Idiotennummer, mit der du denkst, dass du wieder nüchtern bist. Ja. Klopft's auf mir auf die Schulter. Drehe ich mich um, stehen da Kate Moss und Chloe Sevigny und sagen: Are you alright? Und ich so: Yeah, now I am. Und dann sagen die: Come on, let's have a drink. Und dann sind wir in die Bar, es war noch ganz früh, und dann haben wir da gesoffen. Und dann mit Kate Moss und Chloe? Ja. Besser geht's nicht. Fand ich da auch. Da kacke ich ab. Also im Sinne von, da kann ich nicht mithalten. Habe ich auch kurz überlegt, aber ich gedacht, ich halte es noch ein bisschen rein. Und dann habe ich der an der Rezeption Bescheid gesagt und gesagt, die Produzentin so, die soll runterkommen. Hier wäre super. Und dann bin ich wieder zurück zu Chloe und Kate. Und Kate ist die hat ja damals so ein bisschen aseptisch gewirkt. In Wirklichkeit ist sie total sweet. Und dann kam immer die Rezeptionistin und hat gesagt, die Producerin so und so möchte, dass sie zu ihr ins Zimmer kommen. Und ich so, no. Wow. Das war so eine Dicke. Ja, nein, die hat ein großes Zimmer und wir wollten da eine Besprechung machen. Ja, glaube ich. Also und ich so, nee, die soll runterkommen. Naja, und irgendwann musste ich dann hoch. Weil ich ja auch professionell bin, ne? Und nach 2,5 Stunden warten lassen und mit Kate Moss rumflirten, bin ich dann also hoch und das war dann so ein Switch. Ich war halt super besoffen, bekifft, alles. Und dann war das so ein Schnitt, weißt du, vorher so mit Chloe und Kate und yeah, I'm living my best life. Und dann Schnitt und ich sitze so einer super dicken deutschen Produzentin gegenüber, die aber ehrlich gesagt auch sehr cool war und lustig. Und aber trotzdem war das so, my brain needed a little time to operate the information. Du hast mit Uwe Boll einen Film gedreht. Ist er der schlechteste Regisseur aller Zeiten? Oder was? Wir hatten ihn auch mal hier im Podcast. Er ist ein wilder Typ. Ich finde ihn sehr interessant. Er ist ja auch Doktor. Weißt du was? Meine Erfahrung mit den Schlechtesten und den Besten. Also es gibt Schlechteste, die sind menschlich super sweet und nett und mit denen ist man befreundet, weil sie wirklich irgendwie Werte vertreten und einfach coole Socken sind. Und dann gibt es wieder die Supergenies, die einfach so abgefuckt und uncool und unlustig sind privat. Das ist alles, was ist gut, was aber ist Moment schlecht mal. Und so weiter. Wenn man einen Film macht, geht es doch darum, dass man einen Film nach vorne treibt. Und dann geht es mir doch das Menschliche erstmal auch. Ja, aber du drehst ja miteinander, egal. Ne? Natürlich, ja, klar. Das macht es unangenehmer, vielleicht in der Zusammenarbeit, aber das... Ich wusste es damals nicht. Ich wusste nicht, dass er die goldene Himbeere oder was auch immer er bekommen hat. Und ich habe natürlich viel Geld verdient. Das war super. Ich bin nach Kanada geflogen. Da war Udo dabei, da war Till dabei, Ralf Möller dabei. All die Guten. Die Rolle war super. Dass der Film dann, ich meine, es ist ein Videogame gewesen, was verfilmt wurde. Und die Jungs und Mädels, die Videogames mögen, die kennen den Film auch tatsächlich und schreiben mich dann auch manchmal an aufgrund des Films. Aber... Natürlich war es nicht hier. Ich verstehe schon. Ich verstehe. Wir müssen dich aussprechen. Tut mir Uwe nicht weh. Du, aber Uwe ist super. Uwe ist ein super netter Kerl. Der war super hier im Podcast. Der ist halt ein Businessman. Der kriegt die Kohle zusammen. Der ist mehr ein Businessman als ein Künstler vielleicht ein bisschen. Ne? Das ist, glaube ich, auch die Kritik so allgemein. So, vielleicht ist es so, dem macht das halt Spaß. Ist wie ein kleiner Junge, der gerne Filme dreht. Soll doch jeder machen, was er will. Kennst du den Film Rampage von ihm? Habe ich nicht gesehen. Der ist geil. Ich könnte jetzt den echt guten Clou erzählen, denn er beschreibt da eigentlich, wie man einen perfekten Amoklauf begeht und ihn überlebt. Oh. Und ihm jemand anderen in die Schuhe schiebt. Okay. Aber das guckt ihr euch mal selbst an. Rampage kann ich sehr empfehlen. Mindestens der eine gute Uwe Boll-Film. Du bist aber nicht nur jemand, der mit Nerds, NERD zusammengearbeitet hat, sondern du bist auch jemand, der sich selbst als Nerd bezeichnet. Ja. Wie ungewöhnlich für eine Frau. Ich bin halt, weiß ich auch nicht. Ich mag einfach Technik.
Ich mag schnelle Autos, ich mag Technik, ich wäre gerne Produzent geworden. Viele sagen, ja, es ist noch nicht zu spät. Also Musikproduzent tatsächlich. Kannst du denn so mit Logic umgehen und so? Kannst du den ganzen Kram? Ja, guck mal, hier dieses super komplizierte Mischpult, kannst du das auch so easy bedienen wie da ich? Da sehe ich lauter Bäume in den Wald nicht und deswegen habe ich nicht die Eier gehabt, das anzufangen, leider. Du kannst dir meine leihen. Ich liebe es halt im Studio zu sein. Ich brauche die mittlerweile nur noch einmal die Woche. Also wirklich. Halleluja. Du, ich habe einen Song vorbereitet. Ach, ich habe gedacht, dass wir zum Schluss vielleicht noch ein bisschen singen. Matze, haben wir heute gesprochen eigentlich? Über ganz viel. Ich hab die Flasche Wein noch. Das gab es denn einen roten Faden? Ja, kann ich mich so irgendwie retten? Ja, ja. Es gibt einen roten Faden. Also jetzt, absolut. Matze, fass ihn kurz zusammen, wenn du möchtest. Ich erzähl ihn ganz kurz, weil es gibt ein paar. Erstmal die Flasche Wein, bevor ich überhaupt was sagen darf. Also, ich mache jetzt ein bisschen kurz. Warte, bevor wir das machen. Ja. Wir haben noch ein Spiel vorbereitet. Oh, okay. Was für Spiele? Ich liebe Spiele. Echt? Okay. Weil wir haben uns gedacht, ein Partyspiel, bevor wir das machen. Ist das okay, Matze? Ja, ich hab dich jetzt ein bisschen unterbrochen. Von mir aus doch schon. Und zwar, Matze hier, du hast deins da. Oh, wie heißt das hier mit den Bierdeckeln? Ja. Achso, nee, ich meine, mach mal eins auf. Ich werfe jetzt mal zum Spaß, ne, zum Test mal. Ich versuche jetzt einen Ball bei dir reinzuwerfen, nicht getroffen. Okay. Wenn ich aber treffe, darf ich dir eine Frage stellen? Die ich ehrlich die muss beantworten total muss. Bei ehrlich fällt es bei mir gleich runter. die du total dann ehrlich beantworten musst. Ja, I'm ready. Ja, you ready? Hast du schon eine Frage im Kopf? Achso, für dich, warte mal. Musst du oder willst du dir selbst eine stellen? Wäre auch okay für mich. Wäre so okay. Ladies first, they say. Also werfe ich zuerst. Damn, du bist dran. Nee, du musst keine Frage stellen. Keine Frage stellen, weil ich habe nicht getroffen. Achso? Der trifft, darf einfach. Nee, du darfst jetzt eine Frage stellen, stimmt. Weil ich nicht getroffen habe. So, ja. Sorry, zum Glück haben wir das alles vorher uns total gut ausgedacht. Was wolltest du damals von mir im White Trash? Ich wollte dich in meine Kamerashow-Brille Brillenkamera. Ich glaube, ich wollte ein bisschen mit dir in deinem Fiat knutschen. Ah, okay. Ja. Okay. Gut. Kann man ich wollte dich mal ein bisschen mit meiner Zunge kennenlernen. Wir wollen es nicht übertreiben. Das war auch damals deine Worte. Jetzt hast du nicht getroffen, ne? Okay, jetzt darf ich eine Frage stellen. Irgendeine Frage bitte. Kann auch noch so intim sein. Ja. Du musst sie eigentlich beantworten, ne? Was hältst du von Anal? Du. War ein Witz, musst du nicht. Das war jetzt einfach nur. Wenn man es mag. Und zwar, nee, aber du. Naja, hey, darum geht's doch bei dem Spiel, oder? Wenn man es mag. War doch nicht meine Idee, das Spiel. Also wenn man seinem Partner vertraut und da gibt es keine Tabus, finde ich. Darauf basiert Sex, finde ich, für mich. Findest du es eine Vertrauenssache für ihn, dass er ihr vertraut, dass er das Ding sauber zurückkriegt? Oder ist es eine Vertrauensfrage für sie, dass er vorsichtig ist? Nochmal bitte, für sie, dass er vorsichtig ist. Also aus ihrer Sicht, dass er ihr nicht wehtut? Aus seiner Sicht, dass er das Ding sauber zurückkriegt? Ja, ist gut. Nichts. Es sind ja keine Leute, wir leben im Jahr 2021. Es gibt Analsex, es gibt viele Sachen. Ja. Es ist eine Vertrauenssache. In einer Beziehung, finde ich, umso mehr Vertrauen stattfindet, umso mehr kann man ausprobieren, was auch immer, wenn es für die beiden Leute, wenn es Spaß macht, schön. Also, ich muss jetzt nicht mit euch in mein Bett gehen. Also, so weit wollen wir jetzt nicht gehen. Du musst. Reicht. Ei. Nee, warte mal, jetzt bist eigentlich du dran. Eigentlich war ich dran, ne? Genau. Damit. Nach der Frage ist natürlich alles, was kommt, total sinnlos. Bist du verliebt aktuell? Jetzt gerade schon. David. Jetzt bin ich dran. Ja, komm, wir werfen jetzt einfach. Aber den Kopf wir machen jetzt ohne Fragen. Nicht nach hinten. Wir machen jetzt ohne Fragen. Genau, warte. Hat aber einer getroffen hier jetzt, ne? Ja, dann ist er wieder raus. So, wir haben zum Schluss noch was Schönes vorbereitet. Und zwar hat Matze extra die Chords gelernt von Summerwine. Matze hat nämlich seine Gitarre wieder gefunden. Die hat er von seinem Konfirmationsgeld gekauft. Spielen wir was an? Das ist aber eine geile Gitarre. Spielst du gut, Matze? Voll gut. Ja.
strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. I walk to town, silver spurs that jingle too. A song I only sang, only just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time, and I will give you DNA wine. Oh, summer wine. Ooh, ooh. Strawberries, cherries, and an angel's kiss. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time. And I will give to you summer wine. Oh, summer wine. My eyes grow heavy and my lips, they could not speak. Spätestens jetzt sind alle eingeschlafen. I tried to get up, but I couldn't find my feet. She reassured me with an unfamiliar sign. Nein. And then she gave me some more, some more. Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time. And I will give to you summer wine. Oh, when I woke up, the sun was shining in my eyes. Jimi Hendrix on der Gitarre. My silver spurs were gone, my hat for twice the size. She took my silver spurs, $1.08, and left me craving for summer wine. Summer wine. It's a punk festival. Hammer. Hammer. Wow. Wow. Du hast aber auch eine Stimme. Sehr schön. Also, ich weiß nicht, was tiefer in mich reingekochen ist, der Kuchen oder deine Stimme. Siehst du? Auf jeden Fall bist du überall. Oder Summer Wine. Danke euch. Wollen wir noch irgendwas Schlaues, Kluges zum Abschluss meinst sagen? Meinst du, dass er mit Summer Wine gar nicht Wein meint, sondern eine andere Flüssigkeit? Quasi den Wein seiner Reben? Den Wein seiner Lenden? Ich glaube schon, dass ihm Wein. Ich glaube schon, es ging um ne? Sie wollte ihn ausbeuten, ausnehmen. Er hat sich ein bisschen verknallt. Sie hat alles geklaut, was er an sich hatte und ist abgezischt und abgehauen. So läuft's manchmal, oder? So läuft's manchmal, ja. Natalia, ich bedanke mich, dass du hier warst. Ich bin vor allen Dingen wirklich froh, dass du bis zum Schluss diesen Helm aufgeblieben hast. Sehr schön, ey. Ich danke dir wirklich, dass du hier warst. War ein ganz toller Besuch. Willst du mal wiederkommen? Ich komme gerne wieder. Ja, das muss man öfter kommen. Das muss man gar nicht. Politisches Thema vielleicht. Ich habe ja. Tatsächlich, Leute, ich habe mir überlegt, ob ich nicht. Ich habe Bock, in die Politik zu gehen jetzt. Mittlerweile ist es soweit. Da ist. Wo muss ich mein Kreuz machen? Ja, genau. Die Feministinnenpartei. Ja? Ja. Mhm. Links, rechts. Oder wie Mitte? Hast du gesagt? Was wolltest du tätowieren lassen? Girl Power. Girl Power. So nehmen wir die Partei. Die Girl Power Partei. Die Girl Power Partei. Die Girl Power Partei. GPP. Ja. Darf ich der erste Vorsitzende werden? Die GPP, ja.
GPP. Die GPP. Die G-Punkt-Partei. Die G-Punkt. Die GPP. Für mehr Spaß. Ich bin fertig. Natürlich. Mein Ruf ist ruiniert. Ja. Nach diesem Abend hier bin ich durch. Das schneiden wir alles. We fix it in the post. Vielen Dank, dass du hier warst. Das war Solo mit Corona. Sehr danke schön. Fürs Zuschauen. Tschüss, Leute. Ciao, Leute. Ciao. Ah, das war die falsche Musik. Warte, ich muss doch die richtige anmachen. Ja, nochmal neu. Willst du noch eine Verabschiedung in die Kamera reinsprechen? Welche? Weil das ist doch viel schöner, wenn du das machst. In die. Welche? Die. Wieder nüchtern. Jetzt hier die Verabschiedung von Natalia Avalon. Ich sage jetzt schon mal tschüss. Ciao. Hier ist Natalia für die letzten Worte. Schlaft gut, Leute. Zieht euch den Scheiß rein und bleibt gesund. Yeah. Danke dir. Hier ist Soda und Corona, der epidemische Pandemie-Podcast für alle, die auch keinen Bock mehr haben. Now listen, bitches. The Podcats are back. Back on the mics. Hier ist Soda und Corona, der epidemische Pandemie-Podcast für alle, die auch keinen Bock mehr haben. Mit Nils Huf und Matze. Und hier kommen sie, eure Lieblingspodcast-Kärtchen. Miau. Miau, miau.